Vorab an dich noch eine Frage, dass im Hintergrund die Kalligraphie, kannst du die lesen? Die bei dir im Hintergrund hängt. Namu Amida Butsu ist das, ne? Ah. Also ich nehme Zuflucht zum Buddha Amitabha, ne? Amitabha, ja, Genau. okay. Dann war ich doch richtig. Das habe ich irgendwann mal bei eBay für 15 Euro geschossen. Okay. Er wusste nicht, ob das richtig rumhängt. Ja. Gut, hast du die Aufzeichnung schon gestartet, Mo? Ich habe hier auf meiner Seite gestartet, ja. Okay, prima. Ja, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung an diejenigen, die sich jetzt das Video im Nachhinein vielleicht anschauen. Ursprünglich war geplant, mit euch beiden ein Session im August diesen Jahres 2021, was aufgrund der aktuellen Corona-Situation und so weiter jetzt leider verschoben werden musste auf das Jahr 22. Da stehen auch schon die Termine, sind geplant für nächstes Jahr. Und das Besondere an diesem Session sollte eine Kombination von zwei Lehrern unterschiedlicher Traditionen sein, die gemeinsamen Session leiten. Ich weiß gar nicht, ob es sowas tatsächlich in der Geschichte schon mal irgendwann gab, dass einerseits ein Rinzai-Meister und ein Soto-Meister da gemeinsame Sache machen und gemeinsam was anbieten. Und ich hatte mich ja selber angemeldet, weil ich einfach ja, gespannt drauf war, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Das Ganze ist leider abgesagt worden und dann kam, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Dirk auf die Idee kam, aber auf jeden Fall hatte Dirk mich gefragt, ob wir da einen Online-Talk zu machen wollen und meine Aufgabe in dem Augenblick so ein bisschen das Ganze zu moderieren, vielleicht die ein oder andere Zwischenfrage zu stellen. Es soll ein bisschen um die Begegnung der beiden Traditionen gehen, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, insbesondere vielleicht im Rinzai die Koanpraxis, im Soto das Zeremoniell und die Rituale. Und ja, ich würde einfach mal mit einer Einleitung, mit der ersten Frage starten. Aus eurer Sicht heraus, wie kam es denn überhaupt zur Spaltung der Linien? Und ist das etwas, was in der buddhistischen Tradition oder insbesondere vielleicht im Zen tatsächlich sogar ein bekanntes Phänomen ist, dass irgendwie trotz aller Gemeinschaft und alles eins jeder so doch sein eigenes Süppchen kochen möchte? Was ist dazu eure Meinung und wie kam es zu dieser Spaltung? Ist vielleicht auch für die Zuschauer zunächst mal interessant. Warum gibt es überhaupt Rinzai? Warum gibt es überhaupt Soto? Streiten wir uns jetzt, wer als erster die Frage beantworten darf, oder sonst Ich glaube, schiebe du warst ja auf dieser Hochschule und ich bist einfach mal ja los an. privilegiert und gelehrt, du müsstest beantworten. Naja, ich bin ja der Ältere, ne? Also, es heißt ja immer, Zen wurde vom Bodhidharma nach China gebracht und dann wurde es bis zum sechsten Patriarchen so in, oder Ahnen sagt man ja politisch korrekt, ne, bis zum sechsten Ahnen dann in einer Linie weitergegeben. Und dann war es Seigen Gyoshi und Nangaku Esho, wo es sich dann aufgeteilt hat, ne? Also der sechste Patriarch hatte zwei Schüler. Und das war also auch die japanische Aussprache, ne? Also wenn jetzt hier unter den Zuschauern irgendwelche Sinologen sind, die werden sich natürlich ärgern, dass wir nicht die chinesischen Namen richtig chinesisch aussprechen, ne? Aber im Japanischen spricht man von Nangaku Esho, ne? Und das war dann der Meister von Basso Doitsu, wenn ich mich recht erinnere, ne? Also da beginnt dann die Rinzai-Linie, beziehungsweise es gibt ja in China die sogenannten fünf Häuser. Also fünf Linien, von denen aber nur zwei dann den Weg nach Japan geschafft haben. Ne? Und Seigen Gyoshi, da beginnt dann die Linie, von dem das Soto stammt. Ne? Und wir reden jetzt über Entwicklung, das ist schon weit über 1000 Jahre her, ne? 1200, 1300 Jahre ist das her. Und in China, als zum Beispiel der Dogen oder der Esai vor 800 Jahren aus Japan darüber gefahren sind nach China, um da Zen zu lernen, da war das also nicht so, dass es heißt, hier dieses Kloster gehört zu der Schule und das Kloster gehört zu der Schule, sondern
Der Dogen hat ja seinen Meister getroffen auf dem Tendo-Berg, aber ich glaube, der Vorgänger davor gehörte zur Rinzai-Schule und Dogens Meister dann war Soto, ne? Aber ich glaube, zu der Zeit in China hat die Leute das noch nicht so sehr interessiert, ne? Also das war eher locker. Und das ist eher dann vielleicht eine japanische Entwicklung, ne? Dass als Rinzai-Mönch du in der Regel, oder nicht in der Regel, eigentlich fast ohne Ausnahme, dann in einem Rinzai-Kloster nicht nur ordinierst, sondern dann auch jahrelang praktizierst, bis du dann die Dharma-Übertragung bekommst. Gusta? Ah, du so. Und Soto umgekehrt, ne? Also sehr unüblich. Das gab es vielleicht noch zur Zeit von Hakuin und Bankei und bestimmt auch noch zur Zeit von Dogen, ne? Dass die Leute da hin und her gereist sind zwischen den Tempeln. Ne? Also auch in Japan war es nicht so von Anfang an. Ne? Also Dogen selbst sagt ja, es gibt keine Zen-Schule, es gibt nur Buddhismus, ne? Es gibt nur die eine Lehre des Buddha, ne? Aber irgendwann, ich glaube, das war während der Tokugawa-Periode, die begann um das Jahr 1600, ne, dass der Staat festgelegt hat, wir trennen jetzt die Schulen und wir richten in jedem Dorf einen Tempel ein, ne, und wir wollen dann auch genau wissen, welcher Schule der Tempel angehört, und wir wollen auch von jeder Schule genau wissen, was deren Lehre ist und so weiter, ne? Und der Staat zeichnete dann auch verantwortlich dafür, dass die Priester sich auch an die Lehre ihrer jeweiligen Schule hielten. Ne? Das wird immer als der Grund genannt, weshalb vor 150 Jahren die Priester angefangen haben zu heiraten. Ne? Denn bis dahin war es ein Gesetzesverstoß, ne? Wenn ein Priester eine Frau gehabt hätte. Denn der Tokugawa-Staat hielt sich verantwortlich dafür, darauf zu gucken, dass die Priester, die damals auch so ein bisschen was waren wie öffentliche Angestellte, ne? Also die Priester waren damals auch sowas wie die Bürgermeister in den Dörfern, in denen sie Tempelvorsteher waren, ne? Und dann eben vor 150 Jahren wurde Staat und Kirche und die Tempel getrennt, und das ist dann auch der Grund, weshalb viele Priester gesagt haben, ja, jetzt ist es ja kein Gesetzesverstoß mehr, jetzt können wir auch heiraten. Ne? Aber okay, zurück zur Frage, wann haben sich die Soto und die Rinzai-Schule getrennt, ne? Also die Anfänge vor 1200 Jahren, und das waren dann die fünf Häuser, die es gab in China, und davon gibt es halt heute in Japan nur noch Rinzai und Soto. Wie es genau ist in China, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass es eigentlich nur noch Rinzai gibt, aber dann höre ich auch immer wieder aus China von Leuten, die doch anderen Schulen angehören, und dass da auch noch irgendwo, wenn man danach sucht, auch noch Soto gibt in China. Ne? Aber ich glaube, war es denn ursprünglich nicht auch so diese nördliche und die südliche Schule, Schule der allmählichen, Schule der plötzlichen Erleuchtung? Hat das was mit dieser Rinzai-Soto-Tradition zu tun? Nicht direkt, ne? Also das war dann die Nachfolge vom fünften Patriarchen, ne? Also die Legende geht ja, dass da dieser Holzfäller war, der gar nicht richtig ordiniert war. Der wurde ein Schüler vom fünften Patriarchen und arbeitete da in der Küche und stampfte Reis oder sowas, ne? Und als der fünfte Patriarch sagte, ich gehe jetzt in Ruhestand, könnt ihr mir bitte jeder für sich, also in Form eines Gedichtes, ausdrücken, wie ihr die Lehre von mir verstanden habt, ne? Alle anderen, außer dem ältesten Mönch, die trauten sich gar nicht, ne? Da was zu sagen. Und der älteste Mönch, von dem jeder eigentlich glaubte, dass er den Dharma erben würde, der schrieb dann an die Wand, ich krieg's ja nicht genau hin, aber sowas wie, der Leib ist der Bodhibaum, und der Geist ist wie ein klarer Spiegel. Wir müssen nur Tag für Tag diesen Spiegel putzen, damit sich kein Staub darauf sammelt, ne? Und der sechste Patriarch, der damals natürlich nur so ein Helfer war in der Küche, so ein Küchenjunge, von dem heißt es, dass er noch nicht mal lesen
und schreiben konnte. Ne? Wobei die Wissenschaft sagt, ne, also der Name ist John McRae, das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der inzwischen nicht mehr lebt, ne? Der hat sich da die ganzen Materialien aus der Zeit in China angeguckt. Ne? Der sagt, das ist eine Legende. Ne? Also ein Analphabet hätte zu der Zeit in China wahrscheinlich gar nicht die Erlaubnis bekommen, ein Mönch zu werden. Ne? Also es konnte nicht jeder Hinz und Kunz einfach ins Kloster gehen und ordinieren. Ne? Also alles, was man über den sechsten Patriarchen weiß, dass er eigentlich ein ganz normaler literarischer, schreibfähiger, lesefähiger Mönch war. Ne? Aber wie gesagt, die Legende geht so, dass er nicht lesen und schreiben konnte. Das heißt, er musste einen von seinen Mitbrüdern da im Kloster fragen, was steht denn da? Ne? Und da steht halt Buddhibaum und der Spiegel und da muss man putzen. Und da sagt er, das ist ja Blödsinn, ne? Kannst du für mich, weil ich ja nicht schreiben kann, dann ein anderes Gedicht hinschreiben. Und da schrieb er, oder da sagte er, also da ist nichts von einem Bodibaum, da gibt es auch keinen Spiegel, ich weiß gar nicht, was für einen Staub du da wischen willst. Ne? Also alles leer, ist doch alles leer, ne? Wovon redest du überhaupt? Und da fängt das dann auch ein bisschen komisch zu werden, diese Legende. Also die Legende berichtet, dass der fünfte Patriarch sich das dann am folgenden Tag anguckt, was da steht auf der Wand, diese beiden Gedichte. Und vor den Mönchen lobt er das Gedicht des ältesten Mönches. Ah, der hat den Dharma, meinen Dharma verstanden. Vor allen Augen und Ohren lobt er den alten Schüler. Und dann nachts ruft er den Küchenjungen, den Enno, ne, wie er hieß, zu sich. Und er sagt, ja, tagsüber vor der Sangha konnte ich es nicht sagen, aber es ist ja eigentlich ganz klar, dass nur du wirklich den Dharma verstanden hast. Das werden die anderen dir aber nicht abnehmen. Deshalb, hier nimm mal einen Kessa. Und mach dich auf den Weg, mach dich sofort auf den Weg, damit sie dich nicht erwischen. Ne? Und ich meine, diese Legende ist natürlich deshalb ein Problem, weil das die Türen und Tore öffnet für Dinge, die immer wieder im Westen passieren, dass da jemand sagt, ja, ich habe es zwar nicht auf dem Papier stehen, aber irgendein Roshi hat mir mal ins Ohr geflüstert, dass ich der neue Bodhidharma bin. Ne? Und so war es ja auch beim sechsten Patriarchen. Ne? Und wenn du das mir nicht glauben willst, dann bist du so wie die Schüler damals beim fünften Patriarchen, die noch in ihrem dualistischen Denken feststecken. Ne? Letztendlich, um es nochmal abzukürzen, der ist dann quasi in den Süden gezogen und hat die südliche Schule begründet. Genau, ne? Im Norden die Und wahrscheinlich historisch, wahrscheinlicher ist es so, dass der sechste Patriarch also nicht nur einem seiner Schüler Dharma-Übertragung gegeben hat, sondern wie es eigentlich üblich ist, mehreren Schülern. Ne? Das heißt, es gab verschiedene Schüler, die es gemacht haben. Und im Norden wurde eher dann Wert gelegt auf tägliche Praxis. Also ein bisschen so wie heute Soto. Ne? Aber Soto kommt auch vom sechsten Patriarchen her. Ne? Also wir Soto-Leute heute sind vom Stil her, erinnert das vielleicht ein bisschen an die Nordschule, ne? Aber es gibt da keine Verbindung. Ne? Die Nordschule ist ausgestorben und sowohl Rinzai als auch Soto, als auch, wie heißen die anderen, Hogen, Igyo und ich weiß nicht, Umon gab es auch, ne? die Umon-Schule. Die kommen alle vom sechsten Patriarchen her. Ne? Also heute die Nordschule ist vollkommen ausgestorben. Man merkt jetzt hier schon an der Antwort, was vielleicht Soto etwas bezeichnend ist, dass diese Abfolge oder diese Linientreue und auch zu jedem irgendwie so eine Geschichte parat zu haben, das kenne ich von meinem Lehrer, wenn ich irgendwas weitergebe. Gibt es das im Rinzai-Zen auch, Dirk? Also ist da diese Ahnenlinie, also im Soto gibt es zum Beispiel das Rezitieren bei der Morgenzeremonie der 57 Patriarchen oder 57 Ahnen der Buddhas in der Linie, in der wir praktizieren. Gibt es sowas im Rinzai-Zen? Ja, klar, die gibt es auch, ja. Die Patriarchenlinie, die rezitieren wir manchmal so zum Rohatsu in der letzten Nacht oder wenn Mönch ordiniert wird oder so.
Ja. Das gibt es auch. Als ich das erste Mal gehört und gelesen habe, da war ich ganz überrascht, dass ja vor Shakyamuni auch Buddhas genannt werden in der patriarchalen Linie. Ja. Ja. Die sieben Transzendenten oder sowas. Ja. Ja. Also als ich in Kyoto war, da war das auch Teil der täglichen Morgenrezitation. Ne? Also bis zum sechsten Patriarch sind es natürlich dieselben, die mir auch im Soto Ja. rezitieren und dann sind es andere Namen. Ne? Aber das Okay. ist, glaube ich, eine chinesische Angewohnheit, ne? Dass man sich sehr an diese Traditionslisten hält oder sich damit identifiziert, ne? Mit den Vorgängern. Und in Indien ist das, soweit ich weiß, total unüblich. Ne? Deshalb es ist total unwahrscheinlich, nicht nur diese Buddhas vor dem Buddha, ne? Sondern auch alles, was zwischen dem Buddha und Bodhidharma kommt, das hat sich wahrscheinlich ein Chinese mit den besten Absichten hinterher noch ausgedacht, ne? Um sich halt rechtfertigen zu können. Ne? Aber ich Das habe glaube, ich. die Theravada-Mönche, wenn du die nach ihrer Traditionslinie fragst, die werden wahrscheinlich lachen. Die haben zwar auch einen Mentor, ne? Aber das wird dann nicht festgehalten, wer da wem da irgendwie eine Dharma-Übertragung gegeben hat. Ne? Beim ersten Bodhisattva-Workshop, den ich mitgemacht habe, also Ordinationsworkshop, ging es Ja. auch um die Themen und wir sind natürlich auch die Gebote durchgegangen. Dann hatten wir das Gebot, nicht lügen. Und am selben Tag, am Nachmittag, sind wir diese Patriarchenlinie durchgegangen. Und dann sagt der Meister, der den Workshop veranstaltet hat, ja, und ich muss euch eh sagen, das hat ein Chinese erfunden und teilweise wurden die Daten gefälscht, damit irgendwie eine Linie entsteht. Und ich saß, hab gedacht, seid ihr bekloppt? Ihr könnt doch nicht auf der einen Seite sagen, die Gebote nicht lügen, auf der anderen Seite so einen Schmuder abziehen. Aber es ist trotzdem schön. Es schafft irgendwo doch eine Verbundenheit zu einer Welle, die irgendwann mal vor 2500 Jahren begann. Und es halt eben weiterführt, ja. Ja. Ich glaube, was dabei abfällt, ist ja auch die Kraft, dass du merkst, dass Leute ihr Leben lang sozusagen der Praxis ihr Augenmerk gewidmet haben, so mal. Unabhängig davon oder nicht, ob es eine Lücke gibt oder nicht, oder wer das wirklich war oder nicht, aber dass das schon sehr fundiert ist, das hat schon eine Wirkung. So, Ja, ja. ja. Spaltung der Linien. Frage 2 von meiner Seite her, Praxisunterschiede. Ein offensichtliches Unterscheidungskriterium der Soto- und Rinzai-Tradition sind ja im Rinzai die Koan-Praxis, die wir im Soto gar nicht oder nur bedingt teilweise haben. Manche Soto-Lehrer werden Koan-Praxis vermutlich auch anwenden und manche Rinzai-Lehrer werden entsprechend Shikantaza-Praxis anwenden. An Dirk, vielleicht dich als erstes die Frage: Koan-Praxis, was ist das und was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das noch nie selber gemacht hat? Oder für die Soto-Leute, dass die einen Ansatz irgendwie haben. Was ist Koan-Praxis? Ja, ich glaube, da müsste ich ein bisschen ausholen, um das so im Prozess verständlicher zu machen. Also bevor man mit Koan anfängt oder beziehungsweise als ich früher angefangen habe zu sitzen, hat mich das überhaupt nicht interessiert. Also ich habe für mich viele Jahre eben gesessen und ich glaube, das ist auch wichtig, einen Punkt zu haben, wo einem das irgendwo egal ist, sondern man muss genauso wie als wenn du in die Soto-Gruppe kommst. Erstmal dir Sitzfleisch erarbeiten, Rückgrat erarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes und stillsitzen können und wirklich Ruhemeditation praktizieren. So, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann im Rinzai wirst du irgendwann im Idealfall vielleicht gefragt, ob du darauf Lust hast. Also das ist zum Beispiel mit den Meistern, mit denen ich gearbeitet habe, war das nicht so gleich Voraussetzung. Also im Kloster in Japan schon. Da wurde ja nicht gefragt, da hast du sofort angefangen, entweder mit Mu oder je nachdem, wo du standest. Aber bei uns ist es so, dass ich die Leute frage, ob die darauf Lust haben und dann gleichzeitig das schon so ein bisschen umkreise und beschreibe, dass das sehr herausfordernd ist, weil ansonsten macht es keinen Sinn, wenn man sich nicht bewusst darüber ist, dass man das schon sehr viel einbringen muss. Also muss schon seine Person, seine Emotion, seine Mentalität, also man muss sich da wirklich hinein werfen. Ansonsten passiert da auch nicht viel, beziehungsweise geht man damit eher philosophisch um. Und das ist damit nicht gemeint. Was es ganz konkret ist, ist natürlich, Koans kann man ja überall lesen auch. Jeder, der Zen praktiziert, hat das Wort, glaube ich, schon mal gehört. Es ist eine Fragestellung, beziehungsweise gibt es ja die klassischen Koansammlungen, angefangen mit dem Momonkan, dem torlosen Tor. Und da hast du dann immer Begebenheiten zwischen, ich sage mal, einem Erleuchteten und einem Unerleuchteten oder auch zwischen zwei Erleuchteten, aber meistens ist es eine Fragestellung zwischen Mönch und Meister, die aufeinandertreffen.
Und daraufhin gibt es dann Fragen. Und diese Koans werden dann im Einzelgespräch, das nennt sich Doksan, also der Alleingang, denke ich mal, Mu, ist das vielleicht richtig übersetzt? So kenne ich das jedenfalls, unter vier Augen behandelt. Soweit erstmal. Also was da direkt passiert, darauf könnte ich ja noch ein bisschen näher eingehen, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Methodik, die man dann eigentlich nur auch zu zweit machen kann. Also einen Koan alleine zu praktizieren, funktioniert nach meiner Erfahrung nicht. So, das funktioniert nicht. Gibt es im Soto-Zen, das, was du in Japan kennengelernt hast, auch Koan-Praxis? Oder ist das so wie im Rinzai, dass es vielleicht nicht ganz so direkt propagiert wird, aber halt eben trotzdem auch Koan-Praxis stattfindet, unbewusst? Moho? Unbewusst, ne? Also nicht unbewusst, sondern Rinzai-mäßig, das hat besonders während der Zeit von Sawaki angefangen. Also Sawaki war da eher ein Gegner von, ne? Aber Harada Sogaku ist wahrscheinlich der bekannteste Name. Der hat das in Hoshinji begonnen. Und ich war ja nach dem einen Jahr im Rinzai-Kloster in Kyoto, dann für ein Jahr in Hoshinji. Der Lehrer zu dem Zeitpunkt, Harada Sekki, ist letztes Jahr gestorben, über 100-jährig, ne? Also relativ lang gelebt. Aber der hat zwar auch ursprünglich Koans praktiziert, hat das aber eher als eine Option angeboten. Ne? Also ich habe in dem einen Jahr in Hoshinji nur Shikantaza geübt. Und dann war ja deine Frage, ne? Also man findet vielleicht im Soto noch Leute aus dieser Linie, ne, vom Harada Sogaku, und wo der das her hat, ne? Also wie kommt der auf die Koans? Also die Antwort, er war im Nanzenji in Kyoto, also der war im Rinzai-Meister und ist durch die Rinzai-Schule gegangen und hat gesagt, na, wir brauchen das auch im Soto, ne? Einfach nur da auf dem Kissen rumdösen reicht nicht, ne? Die Soto-Typen, die pennen ja nur, ne, und nennen das dann hinterher Sazen, ne? Da kannst du Jahrzehnte pennen, ne? Das bringt gar nichts. Und naja, also es ist inzwischen fast ausgestorben, ne? Und Sambo Kyodan, den gibt es ja noch in Kamakura, der ist inzwischen auch in Japan sehr viel schwächer als zum Beispiel in Deutschland. Ne? Der Williges Jäger, der kam ja ursprünglich auch aus der Richtung. Dann gibt es noch die Gundula Meier und es gibt eine ganze Reihe, glaube ich, Lehrer in Deutschland aus der Richtung. Ne? Oft auch Christen, ne? Interessanterweise sind das dann oft auch Christen. Unbewusst, also du hast ja diese Frage gestellt, ja, machen wir das unbewusst? Es gibt ja das Wort Genjo Koan, was auch ein Kapitel ist aus dem Shobo Genso. Ne? Das, wie übersetzt man das? Also man könnte sagen, es ist dir das Koan, das dir das Leben stellt. Ne? Die Frage, die dich überhaupt erstmal auf den Weg bringt, aufs Kissen bringt. In Japan sind viele Leute Mönche, weil sie im Tempel geboren wurden. Die haben sich nie gefragt, warum ich das mache. Die hatten keine andere Wahl. Aber das ist ja bei keinem von uns. Egal, ob wir jetzt Rinzai oder Soto machen, ist es ja so, dass wir keine andere Wahl gehabt hätten. Nein, da war ein Problem. Da ist was, ein Stein, über den wir gestolpert sind. Also im bildlichen Sinne. Ne? Ja. Und das ist das Koan. Erstmal würde ich sagen, ne? Da ist was mich auf diesen Weg gebracht hat und immer wieder zurückführt aufs Kissen. Ne? Manche glauben ganz genau zu wissen, was das ist. Manche wissen es vielleicht nicht so genau, aber das ist schon mal das Koan, mit dem wir sitzen. Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Ne? Und naja, diese großen Fragen, die viele von uns sich stellen. Warum bin ich überhaupt auf der Welt? Wer ist das überhaupt, der hier sitzt, der sich fragt, wer er ist, woher kommt diese Frage, ne? Was ist der Sinn des Lebens, wie will ich leben, alles Koans. Ne? Und ich meine, im Soto ist uns das natürlich nicht unbekannt. Ne? Ich meine, wenn wir uns nicht eine oder alle dieser Fragen irgendwann mal gestellt hätten, dann würden wir wahrscheinlich das nicht machen. Ne? Ja. Aber es ist halt nicht so systematisiert, beziehungsweise auch, wenn du im asiatischen Raum guckst, ne, es gibt ja auch im Rinzai in Taiwan, es gibt Rinzai in China, in Korea. In Japan ist es nach meinem Wissen am
wie sagt man, genauesten systematisiert, also Hakui, ne? Der hat ja gesagt, 1700 Koans gibt's und die werden am besten in dieser Reihenfolge gelöst, ne? Und es gibt ja auch dann schon offizielle sozusagen Antwortbücher, ne? Die manchmal so wie Spickzettel im japanischen Klöstern auch benutzt werden, ne? Natürlich ein guter Meister kennt die natürlich auch und er weiß schon, wenn er da betrogen wird, ne? Aber also auch im Rinzai in China, in Korea, es ist ein bisschen anders, soweit ich weiß, ne? Also ich habe gehört zum Beispiel von einem koreanischen Rinzai-Mönch, dass eigentlich man sein Leben lang mit einem Koan sitzt, ne? Und er sagte, das Koan ist letztlich, was ist das? Was ist das? Und das ist dann schon sehr nah auch wieder am Soto. Ne? Shikantaza, könntest du ja sagen, ist auch ein Koan. Einfach sitzen, aber was ist das? Wenn wir da sitzen und du hörst, ja, sitz einfach, aber wie geht das? Wie geht das? Ne? Sobald du versuchst, das zu machen, ist es schon nicht mehr einfach sitzen und wenn du einfach vor dich hindöst, das ist auch nicht Shikantaza. Also was ist Shikantaza? Also insofern arbeiten wir im Soto auch mit dem Koan. Ne? Ja, das meinte ich mit diesem Unterbewussten. Das Shikantaza ist das Koan der Soto-Tradition. Dirk, du hast eben schon gesagt, du könntest noch ein bisschen das mehr ausführen. Vielleicht kannst du an einem Beispiel mal so ein bisschen, ohne zu viel zu verraten, mal so ein bisschen auf Koan-Praxis eingehen. Also erst fiel mir was Lustiges ein zu der Frage, was ist das? Ich war mal bei so einem DBU-Kongress und da war so eine Podiumsdiskussion, da saß so, und ich glaube, das war ein koreanischer Zen-Meister, die auch Koan-Praxis machen. Und der hielt, als er dran war, so eine Apfelsine hoch und rief ganz laut, was ist das? Und hinter mir saßen so ein paar tibetische Mönche, der hat gesagt, sag mal, kennen die in Korea keine Apfelsinen? Das war der Sun-San, glaube ich. Ja, das ist eine Geschichte. Ja, aber mit den Koans, klar, ich meine, unbewusst hat da jeder sein Koan, so egal, ob er gerade in der Trennung ist oder vor seinem Berufsleben steht oder wie auch immer, ja, Alltagskoans. Was aber bei der Schulung noch so prägnant ist oder so, das ist ja auch das, was Hakuin versucht hat, nochmal in Form zu gießen, dass er gesagt hat, hier dreimal am Tag, wenn Sesshin ist, den Meister unter vier Augen begegnen. Mhm. Und die Dynamik ist natürlich sehr konfrontativ. Das ist ja nicht so, dass man da für sich irgendwie sein Koan und mal gucken und so Selbstgespräche und dann seine Lösung findet, sondern du bist sehr konfrontativ aufeinander und im Idealfall gibt es da kein Schwarz oder Weiß oder Grautöne, sage ich mal so. Es gibt da kein, ich habe es vielleicht ein bisschen oder ich bin halb erleuchtet oder so. Da geht es eben nur um die absolute Wahrheit und die zu finden. Und wenn du die nicht hast, dann ist das Gebot des Rückzugs, wird eine Glocke geläutet und dann gehst du wieder zurück. Und da kann man sich ja vorstellen, dass die Dynamik dieses Prozesses, gerade wenn man da auch mit sehr viel Power und so beim Session sitzt, dass der so in die Tiefe geht, dass man da sehr schnell mit sich in Berührung kommt. Und im Doksan geht es darum, oder bei der Koan-Schulung, diesen Zweifel, den wir ja alle auch haben in uns drin, beziehungsweise der uns ja zur Zen-Übung getrieben hat, den aufzugreifen. Das bedeutet letztendlich, das meinte ich auch mal, was oft missverstanden ist, wenn ich sage, oft, wenn man Zen praktiziert und jahrelang praktiziert, dann will man sich so in Samadhi verpissen. Das ist ja so provokant gesagt. Also, dass man da schon eine Stille findet in seinem Geist, in seinem Erleben auch, wo man aber Gefahr laufen könnte ohne Meister oder ohne bestimmte Prozesse. In Japan im Kloster, wenn du im Antaiji bist, nehme ich mal an, da hast du deine Prozesse ja auch, weil du die ganze Zeit in dem Strom da drin bist und hinterher gestoßen wirst. So. Mhm. Aber wenn man alleine praktiziert, das ist ein Unterschied, als wenn man jetzt zum Beispiel Rinzai-mäßig Koans macht mit dem Lehrer zusammen. Weil du natürlich mit deinen negativen Dingen erstmal in Berührung kommst. Also es wird immer so verglichen, als wenn aus dem Rohstoff der Kohle, also alle Negativitäten, Zweifel, Minderwertigkeit, Wut, Hass, Abneigung und so weiter, daraus wird, findet ein Pressvorgang statt, der so komprimiert ist, dass daraus ein Diamant wird. Und theoretisch kann man sich das erklären, kann man ja sagen, ja, den Prozess mache ich auch alleine. Aber es ist was anderes in der Realität,
wenn du da wirklich plötzlich in deinen ganzen Wertevorstellungen erstmal bist und dann sitzt dir jemand gegenüber, man spielt ja mit den Facetten auch, da ist ein Meister, da ist ein Schüler, ich habe keine Antwort, ich suche eine Antwort. Du bist ja in deinem Wertesystem drin und setzt genau da an, wo du eigentlich raus willst. Das heißt, es heißt ja immer so, der Verstand wird ad absurdum geführt oder man benutzt das Paradox des Geistes, um sozusagen in die geistige Freiheit zu durchbrechen. Mhm. Mit diesen ganzen Sachen spielt man, aber das Spiel ist ein tödliches, ernsthaftes Spiel. Ein Kollege von mir, der hat das mal in seinem Buch so zusammengefasst, man versucht Hochsprung zu üben und will immer hochspringen und hat die Idee, dass man über so eine Latte kommen muss, bis man kapiert, dass man auch einfach drunter durchgehen kann. Aber so sind wir nicht konditioniert. Wir sind nicht konditioniert, einfach loszulassen. Wenn ich mich selber frage, ich lasse jetzt mal los. So, der Punkt ist ja, wie kommt man in dieses Nicht-Tun rein? Wie kommt man in die Absichtslosigkeit rein? Und da ist das mit den Koans ein sehr raffiniertes System. So. Hm. Und mir fällt dazu immer ein, wenn man dieses Lebensrad betrachtet, das hat ja so verschiedene Aspekte, so von höllischen Bereichen, Göttern, Menschenbereich. Und da gibt es einen Bereich, den kenne ich besonders gut, das ist der Bereich der Süchte. Da sind die hungrigen Geister, so. Aber in jedem Bereich erscheint auch in manchen Kalligrafien erscheint da oder Zeichnungen immer ein Buddha-Aspekt. Also im höllischen Bereich ist er mit einer Lampe, da leuchtet er sozusagen den Weg. Wenn du in der Wut kochst, sagt er, okay, hier ist das Licht, du kommst da wieder raus aus der Hölle. Ja? So im Menschenbereich erscheint er als Mönch, der gerade einen Vortrag gibt und so weiter. Aber im tierischen Bereich, im Bereich der Hungergeister, im Bereich der Süchte, erscheint er mit einer Schatzkiste. Das heißt, da ist meistens eine große Kiste, da sind Edelsteine und Diamanten und sagt zu den Geistern, die alle ganz dünne Hälse haben und ständig Hunger, aber so einen fetten Plauze. Das heißt, die kriegen nur eine Reiskorne runter, aber der Bauch ist so dick, dass sie niemals satt werden. Ja. So, da sagt er, okay, hier, ich habe was für eure Sucht, richtet eure Sucht darauf, richtet eure Sucht auf die Schatzkiste des Dharma. Und da ist ja auch der Unterschied vielleicht in der Herangehensweise im Rinzai, dass man sagt, okay, da hinten ist Erleuchtung. Da ist Erleuchtung, da ist Kensho, da rennst du jetzt hin und da, wenn du dich anstrengst und alles gibst und da kriegst es. So. Mhm. Und mit der Motivation und mit der Richtung geht man auch mit den Koans rum. Und meines Erachtens, anders kann man damit auch nicht umgehen. Man kann nicht sagen, ja, ich gehe mit Absichtslosigkeit an die Koans rein, das sind ja nur Gedanken. Das heißt, du musst dich wirklich reinschmeißen und versuchen, eine Lösung zu finden. Für den Lehrer ist klar, der wartet nur an dem Punkt, wo du loslässt, weil mit diesem Wertesystem wirst du nicht zu einer Lösung kommen. Aber worauf du kommst, ist in eine totale Hilflosigkeit reinzukommen im Idealfall, beziehungsweise an eine Grenze, wo du so vor der Wand stehst und merkst, du kannst nichts mehr machen. Ja. Du bist völlig im Arsch und hast all deine Kräfte aufgebraucht. Du kommst auf der Ebene nicht weiter. Und dann passiert das Loslassen. Dann passiert das. Das kannst du nicht machen. Du bist einfach nur erschöpft. Und auf der Ebene des Loslassen blitzt im Idealfall die Antwort des Koans ganz klar auf. Und die Koan-Antwort, die hat natürlich auch eine Logik, die aber nicht auf der Ebene der Dualität zu finden ist. Das heißt, es ist nicht so wahllos, dass es keine Antworten auf die Koans gibt. Die gibt es natürlich schon. Es gibt auch verschiedene Graduierungen von Koans. Es gibt die Nanto-Koans, die schwer zu durchschreitenden. Es gibt die Anfänger-Koans und so. Die wurden ja sozusagen durch Hakuin, so wie ich es gelesen habe, mal geordnet. Hm. Aber man merkt das schon, wenn man mit den Dingern arbeitet und auch mit der Intensität und der eigenen Entwicklung, wie man natürlich da auch rangenommen wird, dass die Dinger schon verschiedene Graduierungen haben. So. Und ein Meister arbeitet mit dir auf den Ebenen, auf denen du das verkraften kannst. Also manchmal durchläuft man Koan und denkt, naja, es war eigentlich richtig, aber man kann gar nicht nachvollziehen, warum diese Antwort jetzt gerade passend war. Und da braucht man einfach Zeit auch. Also im Kloster ist so, Mu, du kennst das vielleicht, dass du da reinkommst, wenn Mu arbeitest, viele Jahre lang eigentlich. Im Rinzai-Kloster sitzt du erstmal mit Mu und der wird auf sozusagen Erfolge gewartet. Das
Kann man hier auch machen, aber das hat einen anderen Effekt. Also wir beginnen dann Mumon Khan erst mit Koan 3 zum Beispiel und versucht erstmal so ein bisschen die Dynamik aufzubauen, auch ein bisschen die Flexibilität, das Handwerkszeug sich so anzueignen. Aber der Prozess ist schon so, wie ich ihn eben beschrieben habe, dass man erstmal mit seinen Schattenseiten arbeitet, also mehr mit seinem, verdrängten mit sich selber, mit seiner Konfrontation mit sich selbst. So. Ja. Du hast eben gesagt, Dirk, und das habe ich bei Harry, als ich bei ihm war für den Blueprints-Film, habe ich ja das Session bei ihm mitgemacht, und da das morgens und abends Doksan stattfindet, du hast jetzt eben sogar von dreimal am Tag Doksan gesprochen. Gibt es das Muho im Soto-Zen auch? Weil ich kenne es von meinem Lehrer auf einem Sechin, da findet vielleicht einmal am Abend irgendwann Duxan statt und dann können von 180 zu 120 Leuten, die auf dem Sechin sind, nur 5 Leute daran teilnehmen. Also diese Konfrontation, die gibt es, so wie ich es bisher erfahren habe, im Soto-Zen nicht so sehr. Oder gibt es das in der Tradition, in anderen Traditionen des Soto? Das morgens und das nicht, dass ich wüsste, ne? Also Doksan, es gibt das Wort und in manchen Tempeln so als Option. Also in Hoshinji gab es das auch als Option. Wenn es angeboten wird, ist es eher so ein Gespräch, ein Interview. Ne? Also du kommst ja mit einer Frage, hast vielleicht, ja was auch immer, irgendwas auf dem Herzen und dann unterhältst du dich. Also es ist nicht wie im Rinzai, dass es in 5 oder 10 Sekunden in der Regel schon vorbei ist, sondern dann hast du 5, vielleicht sogar 10 Minuten. Ne? Der Roshi nimmt sich Zeit, dir zuzuhören, und es ist schon was anderes. Ne? Wenn es praktiziert wird, ist es zumindest, was ich erlebt habe, im Soto was anderes. Und im Antaichi hast du in der Regel einmal im Jahr ein Gespräch mit dem Abt. Das war dann aber 1-2 Stunden lang. Ne? Also dann ging es dann wirklich so, vielleicht gibt es das auch in der Firma. Ne? Also ich hatte ja nie einen richtigen Job, ne? Dass du dich irgendwann mal mit deinem Fortgesetzten oder so in der Firma unterhältst und über deine, ja, wie es dir geht an deinem Arbeitsplatz und wie du dir deine Karriere vorstellst. Mitarbeiter-Jahresgespräch, ja. Genau, ne? Also ein bisschen ist es so dann in Antaichi, ne? Aber halt nicht, oder in meinem Fall war es so, wenn die Leute was von mir wollten, ne, dann konnten sie sich immer an mich wenden. Ne? Aber ich bin nicht von mir aus auf die Leute zugegangen und gesagt, wir müssen ja jetzt hier mal, und selbst wenn es nur für eine Minute ist, ne, komm mal zu mir und sag mir, warum du hier bist. Ne? Und wenn du keine Antwort hast, dann klingel ich. Ne? So machen wir es nicht. Ne? So kenne ich es nicht aus dem Soto. Ja. Ja, ich fand, als ich bei Dirk war zu dem Interview für den Film, fand ich halt eben das durchaus einen interessanten Aspekt, also dieses Erzwungene, dem Meister begegnen müssen, einfach weil die Konfrontation da ist und so wie der Dirk sagt, man sich halt eben nicht in die Stille auf dem Kissen verpissen kann und einfach so sein Ding irgendwie durchzieht, obwohl man in der Gemeinschaft ist, sondern dass durchaus so ein bisschen Konfrontation halt eben stattfindet. Aber die Frage ist, Dirk, wenn ein Zechi mit 80 oder 100 oder ich kenne es aus dem Soto, bei meiner Mönchsordination waren wir 200 Leute auf dem Zechin, wie ganz praktisch gesehen, wie findet da die Umsetzung im Rinzai statt, wenn dann morgens und abends immer Doksan ist? Also sind tatsächlich 3-mal am Tag Doksan, also morgens, nachmittags und abends. Ja. Aber ich habe von noch keinem Rinzai-Session gehört, wo 300 Leute waren oder so. Ja, okay. Also Ich kenne so vom Hörensagen welche, da sind so 80 Leute und da sind natürlich, ist immer die Schwierigkeit, dass die Leute, die mit Koans arbeiten, irgendwie dann unterfordert sind. Ja. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, also ich arbeite auch nur, oder beziehungsweise ist ja ein Prozess, in dem man auch zusammen reingeht. Das ist nicht so, dass da der große Lehrer sitzt und dann kommt der Schüler rein und dann ist das so klassisch japanisch. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert in irgendeinem Kloster, wo der Roshi irgendwo auf dem Berg wohnt und so ein bisschen weggeschlossen wird und da in die Einsamkeit und so als Koryphäe dient. Hier ist es ja gerade die Herausforderung. Du machst diese Methode letztendlich auch mit Leuten, mit denen du schon Vertrauensverhältnisse erarbeitet hast. Also wenn jemand zum Zen kommt, hier ist es ja so, dass man schon erstmal ein bisschen schnackt und sich kennenlernt und so und zusammen sitzt. Und wenn man sich dann kennt, dann kann man die Methode machen, weil die natürlich sehr tiefgehend ist und da brauchst du sehr viel Vertrauen zu gegeneinander. Und die ganzen Projektionen kann man sich ja vorstellen, wenn du in deiner Suppe kochst und mit dir selber, sage ich mal, auch in so einer
Ich sag mal, wenn man es wirklich von sich aus ernst nimmt und die Energie kommt ja vom Schüler, nicht vom Meister. Der Schüler entscheidet ja, ob er sich im Prozess selber hingibt. Der ist ja nicht vorgemeißelt vom Lehrer. So. Und da geht es ja schon darum, ich sag mal so, sein Ego, klassisch ausgedrückt, loszulassen. Und da kommen ja alle möglichen Gefühle auch hoch, von meinetwegen von körperlichen Erscheinungen wie Todesängste bis zu Krankheitserscheinungen, keine Ahnung, kann ja alles passieren, muss nicht, aber kann. Und da ist es dann eher so, dass man differenzieren muss, dass das jetzt die Übung ist, also meinetwegen so ein Treffen von innerhalb von 10 Minuten und danach ist wieder eine andere Ebene. Also ich bin ja nicht immer Zen-Lehrer. Also jetzt gerade, es lebt ja auch jemand, der macht hier eine Mönchsausbildung ein Jahr. Mit dem muss ich mich natürlich hinterher wieder in die Augen gucken, können wir mal zusammen essen oder irgendwie beim Tee zusammensitzen, da kannst du nicht den Stiefel weiterfahren. Das heißt, es muss beiderseits auf Augenhöhe auch sein und sich dann bewusst sein, dass dann in dieser Situation schon Gefälle ist, in Anführungsstrichen, auf das man sich zubewegt, dass man sich wieder auf Augenhöhe trifft, aber dann auf eine Augenhöhe, die der wirklich sozusagen der Konzeptlosigkeit entspricht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, das kannst du natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl von Leuten machen. Also ich sage mal, alles über 30 Leute wird es problematisch. Ja, Dann müsste habe ich man mir schon die gedacht. Phishing-Intervalle enger stricken. So. Ja. Ideal ist eine Gruppengröße so von 20 Leuten. Und ich denke mal, auch im Rinzai-Kloster sind da nicht mehr als 20, 30 Leute, wenn es voll ist. Nehme ich mal an. Und dann geht das aber auch wirklich im Minutentakt. Dann hast du das auch so getaktet, dass schon eine Seite von den Podesten meinetwegen rausrennt. Da sieht man ja mal in so einem japanischen Klosterfilm, wenn sie da mal reinfilmen, die dann wie die Bekloppten raushecheln, damit jeder so im Enthusiasmus der Erste sitzt. Und dann geht das wirklich kling, 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 kling. Eine riesige Hektik und dann kommt da jeder im Minutentakt durch. Das ist ja sowieso nicht so, weil die Nachfrage nicht so extrem hoch ist. Also Ja. du hast immer Zeit, um auch ein bisschen im Vorfeld oder im Nachgang dann nochmal zu reflektieren und natürlich auch über die Koans inhaltlich hinterher nochmal zu erzählen und da auch wieder drüber zu philosophieren. Im Fokus steht natürlich immer die absolute Ebene erstmal. So. Ja. Wolltest du noch bezogen auf das Thema Koan-Praxis, ich würde danach so ein bisschen auf die Zeremonie eingehen wollen, Koan-Praxis ein Beispiel geben? Ja, also es gibt Oder? einen Haufen Beispiele. Ich hatte ja hier zu der Unterhaltung das Koran aus dem Mumonkan als Aufhänger genommen. Ich habe es jetzt aber Im nicht im Fokus hatten wir Wortlaut es nicht. hier. Wenn du es da Okay. hast, hast du es da, oder? Ich hätte es theoretisch da, ja. Aua. Kannst du auch kurz erklären, also du sagst es, in Deutschland wird oft mit dem dritten vom Mumonkan angefangen. Was ist das dritte im Mumonkan? Gut erhebt ein Finger ist das dritte. Ah, verstehe. Okay. Jedes Mal, wenn der Zen-Meister Gute etwas über Zen befragt wurde, hob dieser einfach einen Finger. Verstehe. So. Und Okay. dann kommt das ja, dass der Meister dem Schüler den Finger abschneidet und so, dann geht ja die Dramatik los. So. Dirk, sag mir doch gerade noch mal, welcher Fall ist denn das? Das ist der letzte, glaube ich, Nummer 42 oder 46, glaube ich. Ah, Tosotsus, drei hier, ja. Barrieren. Drei Barrieren. Ja. 148. Und das ist ja letztendlich steht im Mumonkan am hinten weiter hinten, wobei finde ich Mumonkan am wichtigsten in der ganzen Koan-Schulung ist, die Koan-Sammlung. Und da geht es ja schon echt, also da trifft man ja eigentlich auf den Geist in der Methodik auch des Soto, obwohl Koan natürlich immer eine gewisse Methodik hat, aber in Essenz trifft man da schon auf das, sage ich mal, auf Also den ich Kern der hätte jetzt Sache. hier vom Hari Teske, warum scheißen die Vögel auf Buddhas Kopf? Und Meister Tosutsu Itsu Osho stellte drei Barrieren für seine Schüler auf. Erstens, du lässt nichts unversucht, um die Tiefgründigkeit zu erforschen, einfach um in deine wahre Natur zu blicken. Nun will ich dich fragen, genau in diesem Augenblick, wo ist deine wahre Natur? Das ist quasi die erste Barriere. Soll ich die anderen beiden zunächst vorlesen oder willst du darauf eingehen? Nö, lies mal. Zweitens, wenn du deine wahre Natur erkennst, dann bist du frei von Leben und Tod. Sage mir, wenn dein Augenlicht dich verlässt in deinem Todesmoment, wie kannst du da frei sein von Leben und Tod? Und die dritte Schranke, wenn du dich selbst befreist von Leben und Tod,
dann solltest du deine endgültige Bestimmung kennen. Wenn sich also die vier Elemente trennen, wohin gehst du dann? Mumons Gedicht dazu, ein Gedanke durchschaut die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist genau dieser Augenblick. Wenn du diesen Gedanken durchschaust, dann siehst du den Menschen, der diesen Augenblick durchschaut. Ja, jetzt stehen wir da. Genau. Sag nochmal die erste Frage eben. Nun will ich dich fragen, genau in diesem Augenblick, wo ist deine wahre Natur? Also du kommst hier zum Meister, um deine wahre Natur zu erblicken. Jetzt will ich dich fragen, genau in diesem Augenblick, wo ist sie? Genau. Das ist ja die Kornfrage überhaupt. Ja. Ich sage mal, die drei Fragen, das ist ja die Frage eines jeden eigentlich, ob er sich bewusst darüber ist oder nicht. Ja. Aber das ist das, was Mu auch meinte. Du kommst ja zum Zen, entweder du bist neugierig, machst eine Sitzrunde mit und dann bist du wieder weg. Dann hast du verstanden, warum es im Zen geht. Ah, okay, das habe ich mir jetzt auch angeguckt. Es geht da um Meditieren, ein bisschen Entspannung oder so, aber für mich ist das nicht. So, genau. So, aber eigentlich, wenn du dabei bleibst, ist es genau diese grundlegende Frage. In diesem Augenblick, wo ist meine wahre Natur? Ja? Und damit sitzt man dann. Also unbewusst, wie du es gesagt hast, oder eben bewusst, dass du wirklich kornmäßig, aber bewusst suchst. Das ist der Schlüssel. Also wirklich in den Zweifel hineingestoßen wirst. Natürlich kannst du auch sitzen und sagen, ja, ich habe gar keine Idee und ich will gar keine Ideen haben und ich habe keine Vorstellung. Und da ist auch immer so die Ermahnung manchmal, denke ich, auch keine Vorstellung mehr zu haben, auch so einen Zustand zu erreichen, keine Vorstellung zu haben, kann auch eine Fessel sein. Also wenn du nach einem Session jemanden fragst, wie viel 3 plus 18 ist und du sitzt da und sagst, keine Ahnung, mir geht's gut. So. Kann das auch eine sehr große Beschränkung sein, ja? So. Also es ist schon so, dass man sich damit, jetzt kornmäßig damit der Frage wirklich befasst und da für sich eine zufriedenstellende Antwort findet und zwar nicht so im stillen Kämmerlein, sondern die beweiskräftig ist. Der Punkt ist schon in der Konfrontation mit dem Lehrer, dass du das selber weißt. Du weißt irgendwann, wann das Korn gelöst ist. Das ist der Punkt. So, und das kann man, also meine Erfahrung ist, dass ich immer schon wusste, dass das Korn gelöst ist, aber im Doxan war es dann nochmal ganz anders, dass es dann nämlich nicht Bestand hatte. Und da fängt es dann erst an, das Vertrauen in dir gehen. Kann mir natürlich sagen, nee, das ist jetzt meine Antwort und die ist jetzt richtig. Mhm. Oder ich kann mich wirklich weiter in den Zweifel und sehen, dass da noch Zweifel ist. Ich sage mal, solange man zweifelt, sollte man auch weiter zweifeln. Das macht ja das Leben aus und weitergehen und weitergehen. Und dann findet man vielleicht die Antwort, die in dem Moment passt, im anderen Moment wieder gar nicht. Und dann fängt man wieder an und man bleibt auf dem Weg. Mhm. Aber trotzdem ist so ein Punkt natürlich irgendwann auch, ich sag mal, stufenmäßig erreicht, obwohl deswegen Stufenweg widerspricht natürlich allem, was ich eben zuvor gesagt habe. Mhm. Aber man merkt schon, irgendwann ist es so, dass der Zweifel dann auch aufhört, weil man durch bestimmte Dinge wie zum Beispiel Kensho, großes Wort, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, weiß, was jenseits des Zweifels wirklich für eine Ebene ist. Ebene in Anführungsstrichen wieder, ich spreche jetzt mal mit Worten, aber du weißt es irgendwo. Und ich glaube, das hast du auch, wäre jetzt mal meine Frage an dich oder auch an Mu, das hast du ja auch, aber nur in einer anderen im anderen Kontext vielleicht durchsitzen, aber du hast ja schon irgendwie auch Meilensteine, die natürlich auch zum Riesengewicht an deinem Fuß werden können, aber auch zur Orientierung, also zu wissen, okay, dafür sitze ich jetzt, da geht es jetzt lang. Und ich glaube, auch wenn diese Punkte nicht kommen, wäre jetzt auch meine Frage an euch, dass man da zwar sich auch schön ruhig versetzen kann, aber so ein Hammer, so ein Kick, den man auch manchmal wertschätzen kann, den man auch wieder loslassen muss. Der ist auch irgendwo wichtig, oder? Fragezeichen. Einen Kick, den man loslassen muss. Ich weiß, ich habe vielleicht war es ein Kensho, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber nach einer Erfahrung auf dem Session habe ich bestimmt ein Jahr lang an dieser Erfahrung geklammert wie ein Irrer. Und bis das halt irgendwann dann auch dazu geführt hat, nochmal drüber hinauszugehen und loslassen zu können. Allerdings vielleicht auch bedingt durch den Kommentar meines Lehrers auf die Frage, ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ja, du musst tiefer praktizieren und noch tiefer und noch mehr Erfahrung machen und so weiter.
Ja, und dann ist der Schäfer zuerst nochmal wieder in die Richtung gerannt. Muho, ja, haben wir diese, haben wir im Soto, gibt es im Soto-Sendi diese Stufen oder was? Wiederhol nochmal deine Frage, Dirk. Also vielleicht nochmal anders, nicht, dass es missverstanden wird. Also Kick meine ich schon, man bekommt natürlich, egal was man macht, auch wenn du auf so ein Session gehst, hast du hinterher ein schönes Gefühl und bist begeistert und euphorisch, ja. So, man sagt ja manchmal auch so, das Koks der Zen-Leute, habe ich mal gehört. was da freigeschüttet wird und die Klarheit und die Kraft und die Power und so. Aber letztendlich zeigt dir ja, dass auf dem Weg bleiben, zeigt dir ja immer nur deine eigene Anhaftung. Und an irgendeinem Punkt denkt man ja, jetzt bin ich schon fortgeschritten. Oder man denkt es vielleicht nicht. Man denkt vielleicht sogar subtil, ohne dass man merkt, dass man denkt, dass man jetzt absichtslos ist. Dieser Kick paradoxerweise bedeutet, man hat die Absichtslosigkeit zwar mal erkannt, aber es setzt sofort wieder ein Greifen ein. Und man webt das sofort in seinem Kontext wieder ein und dann denkt man, man hätte Zen verstanden. So. Und da setzt ja die Konfrontation mit dem Lehrer wiederum an und so weiter. Es geht tiefer und tiefer und auch wechselseitig. So. Und die Frage ist schon, ob es sozusagen thematisiert wird. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Aber dass es schon darum geht, auch diese tiefe Anhaftung zu erkennen, in der Methodik des Soto, also wirklich zu merken, so, jetzt ist, ich meine, im alltäglichen Tun ist es klar, wenn da jemand im Kloster, ich denke mal, Murum Antaji dann sagt, ja, sitzt da in der Ecke und hat vergessen, irgendwie die Klospülung zu betätigen, so, dann ist es keine Erleuchtung. So. Aber wie bekommt man das zum Beispiel jetzt mal, also man muss ja jetzt, um zum Beispiel Dharma-Nachfolge zu haben oder in dem Zusammenleben mit dem Lehrer oder so, oder wo gibt es da die Feinheiten, wo man sagt, okay, hier, der wird jetzt mein Nachfolger oder der kann jetzt dieses Mönchsamt ausführen. Klar, durch Kontinuität, aber das würde mich mal interessieren. So. Also ich habe das im japanischen Soto, und die meiste Zeit war ich im Antaichi, ne, aber das gilt, glaube ich, eigentlich für alle Soto-Tempel in Japan, nie erlebt. Oder übrigens war es im Rinzai genauso, ne, das hat mich sogar ein bisschen überrascht. Selbst in Tofugoji war es nicht so, dass es da hieß, also der da hat es schon und der da hat es noch nicht, ne, und der ist auf der Stufe, ne? Da wurde eigentlich nicht viel drüber gesprochen. Klar, es wurden Koans gelöst, ne? Aber es gab da nicht da die, die es schon haben und die es noch nicht haben. Ne? Auch zum Teil eben deshalb, weil das halt, ja, du hast wieder eine Illusion mehr, ne? Das kennst du schon, ne? Und das Samadhi, ne? An dem du dann hängst, ne? Es gibt ja schon seit langem diese Diskussion, ist dieser Weg, den wir beschreiten, ist das ein allmählicher Weg oder ist das ein plötzlicher Weg? Ne? Und es wird dann auch eben beim Vergleich nördliche Schule, südliche Schule oft gesagt, also beim sechsten Patriarch, das ist der plötzliche Weg. Ne? Du lässt los oder du hast ein Kensho oder was auch immer und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr praktizieren. Theoretisch, ne? Und die Nordschule ist da, wo man dann eben regelmäßig, kontinuierlich den Spiegel poliert. Und beim Dogen gibt es im Suimonki eine relativ berühmte Stelle, wo er sagt, das ist ein bisschen so, wie wenn du durch einen Nebel gehst, der so fein ist, dass du eigentlich nicht merkst, dass du nass wirst. Deine Kleider saugen die Feuchtigkeit des Nebels nass. Aber dann plötzlich merkst du, ich bin pitschnass. Ne? Das heißt, naja, einfach gesagt, die Praxis ist kontinuierlich, aber diese kleinen Aha-Erlebnisse, die wir haben, die sind natürlich plötzlich. Ne? Ich habe das Gefühl allerdings, dass es von Person zu Person sehr verschieden ist, ne? Dass manche Leute sehr tiefe, sehr plötzliche
Lebensveränderung haben und das passiert einmal und dann ist die Frage ein und für alle mal gelöst. Bei anderen Leuten passiert es immer wieder und andere, die sind, vielleicht sind sie sich auch so bewusst in dem Moment der Veränderung, dass es halt nicht so plötzlich in Schüben kommt, sondern eher kontinuierlich ist. Ne? Aber das ist ein Thema, über das ich im Soto, besonders in Japan, die Leute wenig geredet, also nicht wenig reden, hören. Also wenn jetzt die Frage konkret auf mich bezogen in Anteile stellst, ne, was wäre für dich das Kriterium, ob du jemanden Dharma-Übertragung gibst oder nicht? Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemand zum Beispiel nach 3 Wochen Dharma-Übertragung gebe, nur weil der mir seine Erleuchtungserfahrung erklärt. Und das klingt zwar dann auch so, als ob das Hand und Fuß hat, ne? Aber ich würde schon gerne einige Jahre mit dem zu verbracht haben, denn ich meine, Erfahrung, klar, das ist schon wichtig auf dem Weg, ne, dass man weiß, das, was in den Sutren steht und was man bei Dogen und bei Hakuin lesen kann, das hat schon Hand und Fuß. Man muss das schon am eigenen Leib erfahren haben. Ne? Also diese Erfahrung, an die man sich dann auch erinnern kann und wo man auch sagen kann, dass es an dem und dem Ort zu dem und dem Zeitpunkt passiert. Ne? Auch wichtig, aber es ist auch wichtig, wieder davon loszulassen, beziehungsweise das zu, wie sagt man, implementieren. Oder es gibt ja bei den 10 Ochsenbildern den Schritt, wo der Ochse dann am Ring an der Nase genommen wird und dann kultiviert wird oder wie auch immer man sagt. Ne? Und das ist eine Sache, das macht man nicht in 2-3 Wochen, das dauert Jahre. Ne? Und im Soto ist, im Rinzai ist das auch wichtig, ne? Aber im Soto wird das vielleicht ganz besonders wichtig genommen, dass erzähl mir nicht, wann du den Ochsen gesehen hast und wann du ihn an den Hörnern gepackt hast, sondern zeig mir mal, was du mit dem Ochsen dann hinterher gemacht hast. Ne? Und das dauert Jahre und wenn man dann ja Vertrauen hat in den Schüler, okay, der kann jetzt auf eigenen Füßen stehen und nicht nur für sich alleine, sondern er kann dann auch anderen dann wieder diesen Weg zeigen. Ne? Der ist nicht nur jetzt selbstständig, sondern der kann auch für andere ein Lehrer sein oder eine Lehrerin. Also da gibt es kein Handbuch, ne, wo dann drinstehen wird, diese und diese Bedingungen, das sind auch so eine Herz-zu-Herz-Sache, das ist ein Gefühl. Ne? Das ist ein Gefühl, dass man hat, die Person, die ist ja schon über mich hinausgeklettert. Ne? Ich, ja. Das kann auch manchmal ein bisschen so ein Schock sein, wenn man dann merkt, oh, der weiß eigentlich schon viel mehr als ich, ne? Beziehungsweise der hat seinen Ochsen schon weiter kultiviert als ich in einigen Aspekten. Aber wenn man diese schockierende Erfahrung gemacht hat, der Schüler ist weiter als ich, dann ist es Zeit für Dharma-Übertragung. Ne? Während was oft der Fall ist, wenn du beim Schüler spürst, der hängt noch an mir oder die hängt noch an mir wie ein Dreijähriger am Papi, ne? Dann ist es noch ein bisschen zu früh. Ne? Und wenn dann der Dreijährige ganz groß erzählt von seinem Kensho, dann okay. Also irgendwann wird es dann zum 13-Jährigen, der glaubt, dass er schon alles besser weiß als die Eltern. Ne? Aber das ist dann eben auch noch nicht genug. Aber ja, du wolltest was sagen. Es gibt ja, genau, es gibt diese romantische Geschichte, ich weiß nicht, insbesondere, glaube ich, in der Soto-Tradition oder diese Zen-Geschichten, wo da der Schüler oder der Mönch kommt in den Tempel rein und begrüßt den Lehrer, rennt dreimal um ihn rum, legt irgendwie seinen Schlappen auf den Kopf oder so und der Meister sagt, ja, du hast es und am nächsten Tag geht er wieder. Das Übernachtungserleuchtung oder wie das heißt, das erzeugt natürlich dann gerade in Anfängern oder vielleicht auch in Fortgeschrittenen diese Idee von, wenn ich es habe, dann kriege ich hier auch die Übertragung. Aber es ist natürlich Ausdruck im täglichen Leben. Deswegen glaube ich auch, so wie du es gerade gesagt hast, dieses mal eine Zeit lang zusammenleben oder auch die Mönchsausbildung, von der Dirk eben gesprochen hat, dass da jetzt jemand ist, der ein Jahr lang bei ihm im Tempel lebt und quasi in seinem täglichen Arbeiten, im Kern des Hofs oder im Pflegen des Gartens
oder des Teiches für die Fische. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Den gibt es zumindest in dem, wie ich Soto kennengelernt habe durch Roland, gibt es das nicht so direkt, weil Roland ist halt eben nur dreimal im Jahr in Deutschland. Das heißt, da hat man einen Kontakt miteinander gehabt. Und ich war einer von denen, die sehr, sehr lange eigentlich gezögert haben. Also es gibt Leute, die sind, was weiß ich, ein Jahr lang, haben 2, 3 Sächel mitgemacht und bekommen danach dann diese Mönchsordination, weil sie drum bitten. Und in der Soto-Tradition ist es dann so, dass du dem Meister oder in der Deshimaru-Linie dem Meister einen längeren Brief schreibst, in dem du darlegst, warum möchtest du Mönch werden? Was bedeutet das für dich? Und genau. Gibt es das, Dirk, im Rinzai oder beziehungsweise auch an Mu nochmal? Ist es traditionell, dass dem Meister ein Brief geschrieben wird? Also wenn es jetzt um die Ordination geht, das weiß ich nicht, ne, weil ich nicht im Rinzai ordiniert habe. Ne, aber wenn es darum geht, Einlass ins Kloster zu bitten, ne, da muss man Briefe schreiben, beziehungsweise auch das Versprechen, dass man sich an die Klosterregeln hält und keinen Einspruch erheben wird, egal wie man da behandelt wird, und wenn man das Leben verlieren sollte, da hat man auch nichts dagegen. Darauf ist man vorbereitet. Ne? Das muss man alles auf Japanisch schreiben. Das ist in der Regel aber schon vorformuliert. Ne? Also es ist nicht so, dass man dann erklärt, ja, hier, als ich 7 war, da habe ich meine Mutter verloren und dann habe ich mich gefragt, was der Sinn des Lebens, und deshalb will ich jetzt die Erleuchtung finden. Ne? Das interessiert die weniger, als dass man sagt, ich bin bereit, alles zu geben und ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ne? Ich werde keinen Einspruch dagegen erheben. Ne? Wie ist es im Rinzai, Dirk, in der Tradition? Na, ich meine, also hier gibt es ja, ich weiß noch, als ich war ja nur kurz in Japan auch mal im Kloster, aber da war auch schon erstmal ein Empfehlungsschreiben und so weiter und so fort. Hier ist es ja ganz einfach so, die Voraussetzung, wenn man hier sein will, dann muss man schon mal ein Session mitgemacht haben. Also im Idealfall ein 7-Tages-Session, ja. Damit es ist ja ein kleiner Ort, und es ist natürlich schwierig, wenn hier erstmal jemand herkommt und dann vor den Missverständnissen steht, wie schwer es denn doch ist, um 4.30 Uhr aufzustehen oder den ganzen Tag zu arbeiten und so, und merkt das dann dabei, da habe ich ja auch keine Zeit für, also da jemand an die Hand zu nehmen. Also beim Session merkst du ja sowohl sofort, worum es geht und auf was du dich einlässt und ob du das auch dann im Alleingang machen kannst. Also wir sind ja hier nur 3, manchmal 4 Leute, manchmal 6 im normalen, alltäglichen, zum Session dann mehr. Aber was mir noch einfiel, ist ja schon der Punkt, wo sich natürlich, egal ob du Rinzai machst oder Soto oder so, wo du dich triffst, das Thema ist ja sich selbst vergessen auch, ja. Also Selbstlosigkeit wirklich auch zu leben im Alltag so, umso stärker natürlich die Strukturen sind, umso schneller kommt natürlich die Reibung zustande, wenn da wieder jemand ist, der sagt, nee. Aufstehen, arbeiten, schon wieder Pause, und so. Da kommst du natürlich schneller zum Punkt, als wenn man jetzt sagt, ja, seinem Alltag leben, das ist immer so schön gesagt. Und wenn man Single ist oder so, dann fummelt man schon immer bei sich rum, und ich kenne das ja auch, wenn man keine Struktur da ist, lässt alle 5 gerade sein und so. Man kann sich da schnell veräppeln, was natürlich im Kloster nicht geht, weil die anderen auf dich warten oder auf deine Aufgaben irgendwie auch angewiesen sind. Ja. Und der Punkt da in dem Doxan, da geht es ja auch noch darum, solange jemand seine eigenen Erfahrungen wiederkäut, thematisiert, merkst du auch, der muss dann auf Granit beißen. Sowas jedenfalls, so wurde ich behandelt. Solange ich mich selber noch aus meinen Selbstgesprächen heraus definiert habe, solange brauchst du jemanden, der sagt, dass darum geht es überhaupt nicht. Also in der Konfrontation. Und da, ich glaube, wenn du das wirklich vergisst und einfach nur noch da bist und da sitzt und da die Toiletten putzt und da aufstehst und da Schmerzen hast und das ist einfach nur geschehen, dann wird es interessant und dann tritt da Reife rein. Und das braucht aber auch Zeit, weil die ganze Konfrontation immer wieder die Dinge wachkitzelt, die da an Konditionierung da sind, so. Und ich glaube, an dem Punkt treffen wir uns dann auch alle. Und wie man das macht, ist natürlich eine Frage der Persönlichkeit. Also ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwo für dich praktizierst und das ernsthaft machst, dann suchst du ja auch die Gelegenheiten, wo du dich selber spürst. So. Mhm.
Ich würde gern auf den Bereich der Zeremonien so ein bisschen eingehen. Wir haben gerade gestern Abend, weil Vollmond war, haben wir zum ersten Mal eine Online-Ryaku-Fusatsu-Zeremonie durchgeführt, eine Zeremonie des Loslassens der Reue. Zunächst würde mich interessieren, gibt es das im Rinzai auch? Also es wird im Soto-Zen wird monatlich, nicht, glaube ich, von allen Lehrern, von allen Meistern und in allen Traditionen, wird monatlich zum Vollmond, wird eine Zeremonie durchgeführt, bei der die Gebote nochmal aktualisiert werden, Teilausschnitte aus der Mönchs- oder Bodhisattva-Ordination. Gibt es diese Zeremonie im Rinzai-Zen auch? Oder wenn nein, was für Zeremonien werden durchgeführt und welche Zeremonien gibt es im Soto-Zen? Dirk, gibt es also, eine neue Zeremonie? Zu den Zeremonien jetzt klassisch japanisch kann ich nicht so viel sagen. Also das ist natürlich auch verschieden, was ich mitbekommen habe, als ich mal im Kloster war, war schon, dass du jeden Morgen natürlich die Morgenrezitation machst in der Hondo und rennst natürlich das ganze Kloster, hältst vor den kleinen Schrein an, zündest eine Kerze an, machst die Zeremonien für jeder Gottheit, dann werden noch so ein bisschen Shinto-Elemente dann gemacht für die Leute, die dann ins Kloster kommen und dazugucken und so. Ich kann nur sagen, wie wir es machen. Bei uns ist natürlich schon so, dass man, dass wir auch rezitieren, auch jeden Morgen. Und da wird die Reueformel gemacht, also kleine Reueformel, Begierde, Hass und Verblendung sind die Ursachen meiner fort- und fortwirkenden Taten. Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes, des Mundes und der Gesinnung. Tiefe Einsicht durchdringt jetzt mein Wesen. Das wird auf Japanisch rezitiert, weil es natürlich auch eine Power hat so, und dann werden so verschiedene andere Anrufungen gemacht, dann ist Hanya Shingyo natürlich rezitiert. Wenn wir ein Session machen, dann machen wir zum Beispiel ein Fudo-Ritual, machen wir ein Feuer, eine Feuerzeremonie, und da macht man schon sowas wie zum Beispiel zur Sonnenwende haben wir so auch europäische kleine Zeremonie mit reingeflochten, vielleicht so ähnlich wie das mit dem Vollmond. Das heißt immer Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. Da schreibt man auf einen Zettel, das haben wir selber kreiert, die Sachen rauf, die man loslassen will, unter denen man sowieso schon die ganze Zeit leidet. So als ein Schlüsselwort. Und das wird dann hier vor dem Fudo, von dieser sozusagen zornvollen Gottheit dargebracht. Dann wird das verbrannt. Und dann schreiben wir einen Zettel, wo man sich fürs neue Jahr, also Sonnenwende, was vornimmt. Also meinetwegen, ich will meinen Egoismus loslassen und will selbstloser werden. Den Zettel mit der Selbstlosigkeit, den packt man dann in so eine kleine Schachtel hinter den Buddha und da bleibt der dann sozusagen liegen. Also ja. Ganz kurz mal, ruf entweder den Mai an oder die halbe Stunde. Warum muss jetzt die Heizung angemacht werden? Oh, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Ich muss mal die Heizung anstellen. Wir sind gerade mit Gas beliefert worden. Ist vielleicht jetzt nach einer Stunde gar nicht so verkehrt. Einen kurzen Break. Ich lasse hier alles an. Bin in 5 Minuten, 10 Minuten wieder da. 2 Minuten. Ihr könnt ja auch noch gerne weiter quatschen über die Zeremonie. Danke. Also die Reuezeremonie, von der du gesprochen hast eben, das wäre Gashaku Shoso Shoaku Got Kaiyu Mushiton Jinshi. Das macht ihr jeden Morgen. Das machen wir jeden Morgen, ja. Oh, das ist ein kleiner Unterschied zum Soto. Ne? Also das würde man ja während von der Yaku Fusatsu, ne, dieser zweiwöchentlichen Zeremonie, von der Heisan gesprochen hat, würde man das machen und auch bei der Mönchsordination, ne? Aber täglich kenne ich das nicht. Ne? Wir machen immer so erst die Zufluchtnahme, meistens auf Pali, also Budang Saranang Gacchami, oder eben auch Namu Kiye Butsu. Ja. So. Und dann kommt die Reueformel, das Gashaku Shoso Shoaku und dann das Hanya Shingyo und dann kommt noch Namu Karatano. Ja. Das Dharani von der großen Barmherzigkeit ist das, glaube ich. Und dann so verschiedene Sachen noch, Hakuin, Senji, Zenwasan, das Kanseon, Namu, Butsuyo, Butsuin, Yo, Butsuin, Poposuin. Und dann zum Schluss Fudumyo, Mantra noch und das Gelöbnis, Bodhisattva-Gelöbnis. Ja. Das machen wir noch.
Und manchmal noch auch das Butchin Sondarani, das ist ja ziemlich lang, das Dharani von der Buddha-Krone. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das auch macht. Kenne ich, ist aber auch für mein Gefühl stärker im Rinzai vertreten als im Soto. Ja. Ne? Also gibt es im Soto auch, ne? Aber da ist es eher Daihi Shindarani, das macht ihr auch Daihi Shu, ne? Aber Butchin Sondarani, also vielleicht vor dem Ida-Tensan, ne? Aber also in Antai, die haben wir das selten bis nie gemacht. Ne? Das ist ziemlich lang, das machen wir auch nicht, weil wir sind ja keine Berufsmönche, die ja die ganze Zeit sind viele, und wenn du das dann machst und der Einzige bist, der das rezitiert und die anderen kommen nicht mit, das ist auch eine enttäuschende Veranstaltung. So. Macht ihr das von der Geschwindigkeit so Rinzai-mäßig wie ein Maschinengewehr? Schon, ne? Genau. Ja. Also je nachdem, wer da ist, so, aber schon in so einem Tempo, dass es schon ziemlich schnell ist. Und ich sage dann immer, naja, die erste Übung ist dann einfach mitlesen zu können. Das ist schon eine Herausforderung. So. Ja. Genau. Und manchmal auch auf Deutsch hinterher, also nur einen Durchgang und dann auf Deutsch, damit man auch so ein bisschen verinnerlichen könnte, worum es zum Beispiel im Herzsutra auch geht. Ja, das ist mir auch immer wichtig, dass man... Ja. Ja. Ja, aber sonst Zeremonien sind wir ja völlig auf uns allein gestellt. Also das finde ich manchmal auch spannend, dass man sagen kann, okay, das lässt man jetzt weg und das nimmt man jetzt dazu. Und also ich bin da total unorthodox. Und manchmal, wenn wir hier auch zu zweit sind, dann sitzen wir auch einfach eine Stunde runden. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn die Leute sitzen können und nicht da ganz letztlich bewegen. Und dann rezitieren wir auch gar nicht. Also wenn jetzt natürlich mindestens drei Leute zusammenkommen, versuchen wir schon ein Programm zu machen, wo sich dann auch Energie aufbaut. So. Aber wenn ich für mich sitze, dann setze ich mich da auch 2 Stunden hin und fertig. So. Im Soto Zen Muho, was mir bekannt ist, ist halt eben diese Fusatsu-Zeremonie, Kito-Zeremonien. Werden die in Japan noch praktiziert? Also Roland macht mit uns fast auf jedem Session, findet auch eine Kito-Zeremonie statt. Das ist, glaube ich, von Tempel zu Tempel verschieden. Ich kann mich jetzt nicht an Kito-Zeremonien in Hoshinji erinnern. Ne? Und eine Besonderheit von Antaichi ist, dass da praktisch überhaupt keine Sutre rezitiert werden, außer vorm Essen. Ne? Mein Lehrer hat mal zeitweilig Yaku-Fusatsu gemacht, ne? So die letzten 2-3 Jahre seiner Amtszeit. Ne? Also mein Lehrer hat so ein bisschen versucht, Antaichi an den Mainstream so anzupassen, ne? Also dass das nicht allzu locker oder wie soll man sagen, ne? Also ich meine, es ist ja immer die Frage, warum rezitieren wir die Sutren überhaupt? Der Bodhidharma hat ja gesagt, du findest es nicht in den Sutren, ne? Ja. Und der Uchiyama, das war auch eine Begründung von denen, weshalb er das mit den Sutren abgeschafft hat, in Antaichi gesagt, ja, wenn Sazen alleine reicht, warum Sutren machen, ne? Mhm. Aber ich meine, zumindest ein Teil der Antwort ist, glaube ich, dass natürlich reicht Sazen alleine auch für dich, um dein Problem zu lösen, wenn du wirklich bis ans Ende des Weges gehst. Ne? Aber zumindest in Japan ist es so, dass sehr wenig Leute wirklich einen Zugang dazu haben, und was sich sehr viel mehr Menschen wünschen, die Gemeinde und die Leute drumherum, sind eben ein Mönch, der die Sutren für sie praktiziert. Ne? Und auch in Europa kann, glaube ich, das Sutrenlesen ich habe ja in meinen Videos auch gesprochen vom Kirchengesang. Ne? Also es hat zwar vielleicht keine so große Bedeutung, ne? Vielleicht wäre es auch ein wichtiger, aber auf die Weise, da ist diese horizontale Verbindung. Ne? Also Sazen, das bist ja du und der Buddha, ne? Oder im Doksan, das ist der Meister und ich. Aber durch das Sutren zu rezitieren, das ist so ein gewisses Gemeinsamkeitsgefühl auch. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in den Sutren, die wir sowohl im Rinzai als auch im Soto rezitieren,
Kanon spielt ja eine wichtige Rolle. Ne? Also Kanon ist die Hauptfigur im Herz-Sutra, Kanon ist das Thema vom Kanon-Gyo, deshalb heißt das ja so, das Kanon-Sutra aus dem Lotus-Sutra. Lotus-Sutra ist ein langes Sutra, aber aus irgendeinem Grund hat sowohl Rinzai als auch Soto sich das Kapitel, in dem es um Kanon geht, ausgesucht. Und das Daihishin Dharani, das wir ja als Dharani rezitieren, da kommt, das geht auch um das Mitgefühl der Kanon. Ne? Also das ist dieser Oliya Bolyokichi Shifulaya Fujisato. Das ist Avalokiteshvara Bodhisattva in chinesisch beeinflussten Aussprache. Ne? Aber es ist, Avalokiteshvara wird dann Oliya Bolyokichi und Bodhisattva wird Fujisato. Also eigentlich in fast allen Sutren, die wir rezitieren, geht es um Kanon, ne? Um diesen Bodhisattva des Mitgefühls. Während in der Sasendo, da haben wir den Monjusan, den Bodhisattva der Weisheit. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu vergessen, nicht zu vergessen, dass eben der Bodhisattva der Weisheit ist halt nur die eine Hälfte und der Bodhisattva des Mitgefühls ist die andere Hälfte. Und wenn wir nur Sazen machen, okay, dann haben wir vielleicht die Weisheit und wir verstehen, dass alles leer ist und ich bin leer. Aber ja, es gibt ja auch das berühmte Koan von der Frau, die 20 Jahre einen Mönch bekocht und dann schickt sie ihre Enkel hin, damit sie dem da um den Hals fällt und ihm was ins Ohr flüstert. Und der sagt, ja, diese vertrocknete Kiefer, da wirst du keine Blumen mehr zum Blühen bringen. Und das reicht halt nicht. Ne? Ne? Und ich glaube, gut, wenn er da die Sutren für die Enkelin gelesen hätte, das hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht. Aber es wäre zumindest ein Versuch gewesen, darüber zu kommen. Ne? Also das ist etwas, was, naja, im Soto besonders der Kesan, ne? Also Dogen und Kesan, die gelten in Japan als die gleichberechtigten Ahnen sozusagen des Soto. Ne? Das ist der Shakyamuni und also auf Japanisch sagt man Ichibutsu, ein Buddha und zwei Ahnen, Lyoso. Der Dogen wird der Koso genannt, der hohe Patriarch, und Taiso ist sozusagen der breite Patriarch. Ne? Und manchmal wird das so erklärt, wie der Dogen ist der Vater und Kesan ist die Mutter. Der Dogen geht in die Höhe und in die Tiefe, das ist sozusagen der Bodhisattva der Weisheit und bei dem geht es um Sazen, aber Kesan hat das Ganze dann in die Breite sozusagen getragen und für den Kesan sind dann auch die Sutren wichtig, beziehungsweise hat auch vieles von diesen Dharanis dann inkorporiert aus den esoterischen Buddhismus oder aus dem Tendai-Shu, ne? Und es damit breiten wirksamer gemacht, ne? Was man natürlich auch kritisch sehen kann, ne? Also die meisten Antai, die Mönche, und ich bin eigentlich keine Ausnahme, wenn du die fragst, ja, Kesan und Dogen, wenn du nur einen von den beiden haben könntest, welchen würdest du wählen? Dann würden sie alle sagen, natürlich den Dogen. Ne? Aber ich habe gelernt, den Kesan auch wertzuschätzen. Und obwohl ich dann in Antai nicht viel Sutren gemacht habe, es ist schon wichtig, dass man auch versteht, das gehört auch dazu. Ne? Also es geht nicht nur darum, was du da auf deinem Kissen erfährst und es geht nicht nur darum, was du dann im Doksan-Raum da mit deinem Meister gemacht hast, sondern Sutren, die haben, glaube ich, schon auch ihren Sinn. Ne? Ja, und es ist auch Teil des Trainings. Ja. Also letztens hier während des Corona haben wir ein kleines Session uns erlaubt mit 4 Leuten und da wollten wir aber nicht so viel Aufsehen erregen und auch durften ja keine Veranstaltung, aber wir waren alle getestet und so. Da haben wir aber nicht rezitiert und es war schon ein Unterschied vom Effekt her, ob du da einfach nur sitzt und dann haben wir gar nichts gemacht, außer eben zusammen gegessen und gearbeitet oder so. Oder auch morgens und abends jeweils, im Rinzai-Zen ist ja nochmal das sogar mit voller Power, also hier hängt ja irgendwie so 1,5 Meter Durchmesser eine Trommel und da mit voller Inbrunst auch die Energie, die du da durch Sitzen aufbaust, nochmal zur Geltung bringst, mal unabhängig davon, welche Bedeutung damit schwingt, aber es hat ja auch eine Wirkung, genauso wie das Sitzen ja auch eine Wirkung hat. Die sitzen ja nicht nur gerade, weil es so schön ostasiatisch aussieht, sondern weil es was im Körper auch macht
Und ich merke das auch immer, gerade wenn das Session sehr intensiv war und der Körper ist sozusagen so völlig verspannt und du gehst mit Inbrunst dann in diese Rezitation rein, dann merkst du auch wieder so, wow, als wenn du mal richtig durchgepustet wurdest, ja, so. Und wenn die Dinger dann natürlich noch eine Bedeutung haben, noch besser. Aber es ist ja auch schon so, wie man die ausspricht oder wie man die intoniert, macht es ja auch was. Also jemand, der die zum Anfang lernt und durch den Kopf, der fragt sich auch, was soll der Scheiß jetzt so? Aber wenn du damit, wenn da wirklich nur Rezitation stattfindet auch, dann spürst du ja plötzlich genau, wie Sitzen sich selber überlassen wird, kannst du plötzlich dem Rezitieren sich selber überlassen und plötzlich macht das ja auch Spaß. So, das ist ja auch ein Trainingsaspekt so, ja. Mhm. Das hat schon auch einen sehr, also einen sehr fühlbaren Effekt, ja, so. Ich würde gerne, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir vielleicht so ein bisschen die Richtung, und ich glaube, das war auch Ziel von der Planung eures Sessions, zu schauen, wie kann denn Zen, diese japanische Tradition in Europa oder so ein bisschen so eine Zukunftsvision, wie könnte sich denn Zen in Europa entwickeln oder was aus dem Japanischen übernehmen wir? Welche Folklore, welche Klamotten und welche Rituale werden übernommen und wo geben wir vielleicht in Europa dem Zen irgendwo sein eigenes Gesicht? Die letzte Frage, die ich hier noch habe, ist das Thema der Kesa-Verehrung. Kesa und Rakusu. Seit Kodosawaki wird in der, zumindest in dieser Linie, Kodosawaki Deshimaru, werden Rakusu und Kesa wieder selber mit Hand genäht, das komplette Ding quasi nicht mit Maschine, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum, über einen langen Prozess, auch wenn die Soto-Schuh das nicht so schön findet, weil die gerne ihre Rakusus verkaufen möchte mit dem Ring und so weiter. Vielleicht, dass wir ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Rakusu Kesa, wie wird damit im Rinzai umgegangen? Wie wird im Soto umgegangen? Im Soto habe ich manchmal das Gefühl, dass das sehr hoch auf ein Podest gehoben wird, weil es natürlich eine Symbolik hat, für die, ja, vielleicht für die Lehre oder für die Unterweisung Buddhas. Was habt ihr für Impulse für die Zuschauer bezogen auf Kesa und Rakusu? Werden die, Dirk, vielleicht zuerst im Rinzai-Zen auch selber genäht oder werden die gekauft? Also im Idealfall ja. Im Idealfall näht sich jeder das Ding selber, wobei ich das nicht gemacht habe. Hm. Also ich habe zum Beispiel das hier geschenkt bekommen und die anderen auch. Also aber hier sind jetzt einige, die sich auch welche nähen und auch Anleitungen haben. Und Kesa ist ja dieser Umhang, ja? Also der wird ja sozusagen, also eigentlich gar nicht großartig benutzt bei uns. Also schon für Zeremonien und meine Lehrer hatten auch welche, ja, aber ich habe selber keinen. Also ja, also ich habe auch Mönchsroben und so habe ich auch. Zumal ich die selber gar nicht mehr verwende, weil ich einfach nur diesen Samugi anhabe und ich habe mehrere, weil es immer schwierig, wenn dann gerade mal der Briefträger klingelt und du kommst dann immer raus mit der Robe, die Decke, Kostümball oder so. Oder es sind dann doch mal Gäste da, andere Gäste hier, Pensionsgäste ja. Oder so, also im Alltag. Oder du kochst mit dem Ding, jedes Mal hängt dir die Suppe irgendwie im Ärmel. Also mir ist das zu viel Stress, ehrlich gesagt, mit dem ganzen Kram. Ja. Wo wir vielleicht auch schon so ein bisschen in die Vision für die Zukunft Zen in Europa vielleicht so ein bisschen reingehen. Muho, im Soto-Zen wird das Kesa dann doch irgendwie, hat einen anderen Stellenwert, oder? Ja, ne, also wir tragen ja anders als im Rinzai das Kesa auch beim Sazen. Ne? Also im Rinzai wird auch im Kloster mit Raksu gesessen und es sind eigentlich nach meiner Erinnerung die Zeremonien, wo du also beim Session war es zum Teil dreimal täglich. Ne? Morgens Choka, Morgenzeremonie, Mittagszeremonie, Abendzeremonie. Und außerhalb des Sessions ist es nur morgens und abends. Ne? Aber dann trägst du schon das Kesa. Mhm. Was mich überrascht hat, was ich so im Soto nie gesehen hat, also es liegt auch daran, dass du im Rinzai eigentlich nie Zeit hast. Alles muss irgendwie immer super schnell gemacht werden. Und die Leute haben Schlafentzug. Was immer wieder auch vorkam, dass jemand über seinem Raksu das Kesa drüber gehängt hat. Ne? Was auch damit zu tun hat, eigentlich hast du im Rinzai das Raksu fast immer an. Das heißt, es ist fast so ein Teil
Teil deiner Ausstattung, ne? Und die Leute vergessen dann halt das Raksu abzunehmen, bevor sie sich das Kessa antun, was im Soto eigentlich nie passieren würde, weil irgendwie, ja, du machst erstmal dein Gassho, du tust es auf den Kopf, beziehungsweise davor nimmst du das Raksu ab. Also im Soto, naja, besonders in der Sawaki-Tradition, ne? Aber eigentlich auch in den anderen Schulen. Das Kessa ist schon sehr wichtig, also auch die Form ist wichtiger, glaube ich, als im Rinzai, ne, wo es eher darauf kommt, dass du alles schnell, laut und kraftvoll tust, ne, also eher so macho-mäßig, und im Soto ist es alles ein bisschen weicher, weiblicher, aber du versuchst es genau zu tun, ne? Mhm. Wobei jetzt natürlich nicht das eine gut, das andere schlecht, ne, aber aus der Rinzai-Perspektive sind die Soto-Typen natürlich so ein bisschen verweichlicht, und aus der Soto-Perspektive sind die Rinzai-Typen, also diese Macho-Typen, die aber dann eben nicht wissen, wie man das Kessa richtig anzieht, ne? Beziehungsweise ja, im Soto, ne? Also ich meine, in Antaichi, da sah man auch oft das T-Shirt, ne, unter dem Kimono, den man trägt, ne, weil wir hier diesen runden T-Shirt haben, ne? Aber das wäre im japanischen Soto ganz unvorstellbar, ne, dass du das T-Shirt siehst. Aber im Rinzai kommt das schon vor, weil es ja eben nicht so wichtig ist, ne? Also es kommt halt darauf an, wie du oder was für einen Ausdruck du im Gesicht hast, ne? Und was für ein Leuchten du in den Augen hast, ne? Okessa, ne? Also ich habe mir ein Raksu irgendwann mal genäht, ne? Also ich bin auch nicht so der Kessa-Freak. Das hat auch damit zu tun, dass eben der Sawaki vielen seiner Nonnen das beigebracht hat, und dass es diese Kessa-Sessions gibt, zum Teil auch heute noch in Japan, wo entweder Laien, hauptsächlich Frauen, zum Teil auch Männer, und dann eben auch Nonnen eine Woche lang nur nähen und dann vielleicht ein bisschen Sazen machen, aber der Großteil des Sesshin besteht aus Nähen, und die Kessas, die müssen ja geschenkt werden an irgendwelche Leute, ne? Und Antaichi bekommt dann auch immer wieder einen Stapel Kessas und Raksus geschenkt. Das heißt, es ist gar nicht nötig, sich die selbst zu nähen, ne? Und wenn man schon im Kloster ist, ne, sowohl im Rinzai als im Soto, du hast in der Regel gar keine Zeit, dir dann noch selbst was zu nähen. Das heißt, du hast gar keine andere Wahl. Wenn du keins schon hast, dann musst du dir eins kaufen, ne? In der Tradition, so um diese Linie Deshimaru oder Roland, gehört das Nähen zur Samu-Zeit dazu. Das heißt, wenn am Vormittag anderthalb Stunden, am Nachmittag anderthalb Stunden Samu-Zeit ist auf einem Sesshin, dann können die einen gehen halt eben Toiletten putzen, die anderen gehen Gemüse schnibbeln, das Mittagessen vorbereiten, und wieder andere haben in der Zeit dann quasi Nähpraxis. Deswegen ja. Braucht man dann auch für so ein Rakusu, näht man dann vielleicht ein Jahr lang dran, weil man immer mal ein bisschen was vielleicht zu Hause macht oder mal auf ein Nähsächchen fährt, was dann zwei Tage, so Nähwochenende geht. Und bei diesen Nähsächchen wird, glaube ich, nur morgens und, wobei, nee, ich glaube, es wird normal praktiziert. Morgens, mittags, am Nachmittag und am Abend wird da Zen gesessen. Und in der Zwischenzeit wird halt eben dann, sofern die Zeit es zulässt, halt eben genäht. Genau, in der Samu-Zeit. Hm. Ja. Also, außer diesen Kessa-Session, ich kenne nur einen Tempel, Sui-Oji, der ist in Japan relativ bekannt. Früher war da der Narasaki-Ikko, ne? In Europa wahrscheinlich weniger bekannt als in Amerika. Der hat verschiedene amerikanische Schüler, ne? Aber das kommt so aus einer Richtung, die verschieden ist von Sawaki, aber ähnlich. Hashimoto Eko hieß der Typ. Der hat auch sehr viel sich um die Kessas gekümmert. Und da ist es tatsächlich der Fall, wenn man da Mönch wird und trainiert, dass man als erstes sein eigenes Kessa nähen, ja, darf oder muss, ne? Also man bekommt dafür Zeit, ne? Aber das ist eine Ausnahme in Japan, ne? Das ist eine große Ausnahme. Und da werden halt auch die Kessas und Raksus verwendet, die wir aus der Sawaki-Tradition kennen, also ohne den Ring. Und wenn man dann nach Eheji geht, dann heißt das ja, das ist ja gar kein richtiges Raksu. Kauf dir doch bitte eins mit Ring, ne? Ja, es ist ja durchaus dieser Prozess des eigenen Nähens, also das habe ich sowohl bei den Rakusus als auch beim Kesa habe ich das empfunden, dass da wirklich vielleicht ähnlich so ein bisschen der Koan-Praxis, man sitzt da und näht und näht und fragt sich selbst, warum mache ich das hier eigentlich, was tue ich hier gerade, und manchmal gibt es auch da so einblitzende Momente, gerade was dann das Rakusu angeht,
mit ein und derselben Bewegung erzeuge ich auf der einen Seite Punkte und auf der anderen Seite eine durchgehende Linie. Also es gibt so ganz, ganz viele Aspekte, finde ich, in dem, also die dafür sprechen, es selber zu nähen. Aber natürlich auch, wenn jetzt jemand, was weiß ich, keine Zeit hat oder unter Parkinson leidet oder so, dass er dann das geschenkt bekommt. Und in der Tradition von Roland ist es so, wir nähen das Rakus oder Kesa in der Samu-Zeit, aber das Kesa gehört nicht uns. Es gehört der Sangha. Und wenn derjenige, der Mönch oder die Nonne stirbt, muss das Kesa an die Sangha zurückgegeben werden. Ist das so, ist das aus einer japanischen Tradition? Kennst du das auch, Moho? Nein, ne? Also ich meine, es ist ja auch erstmal die Frage, was ist überhaupt die Sangha? Ne? Es wird manchmal in Japan gesagt, leider gibt es die Sangha in Japan nicht mehr, beziehungsweise gab es nie so richtig. Ne? Also wenn jemand jetzt sterben würde, an welche Sangha sollte man das Kesa weitergeben? Ne? Also es wird dann entweder von den Schülern geerbt, dieser Person, wenn sie Schüler hat, ne? Oder normalerweise legt man einem verstorbenen Mönch oder einer verstorbenen Nonne noch so ein Kessa ins Grab, in den Sarg mit, ne? Das wird dann gemeinsam verbrannt, ne? Wobei die meisten natürlich mehrere Kessas haben, ne? Und die Frage, was passiert mit den anderen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Also bei denen vom Sawaki war es natürlich so, dass die sehr begehrt waren von den Schülern, da hat jeder dann ein paar davon bekommen, der Rest ist noch in Anteichi, ne? Wenn das kein so ein berühmter Meister ist, dann werden die wahrscheinlich irgendwann mal entsorgt, würde ich vielleicht nicht so, dass du die nach Eheji oder an die Soto-Shu-Hauptquartiere schicken würdest. Ne? Vielleicht ist es in der Roland-Sangha tatsächlich auch nur so eine Legende, weil ich habe mich immer gefragt, hier seit 50 Jahren, wie viele Menschen werden da wohl gestorben sein? Haben die irgendwo eine große Lagerhalle angekauft, wo dann die ganzen Kesas der einzelnen Mönche gelagert werden. Die werden natürlich auch wieder weitergegeben an andere Schüler und so weiter. Aber du musst die wahrscheinlich in Japan verbrennen, also nicht einfach in Müll werfen. Aber es ist auch so mit Altären. Also jeder japanische Haushalt hat ja so ein Hausaltar. Ne? Und das wird dann immer weitergegeben an den ältesten Sohn, der sich dann darum kümmert, beziehungsweise in der Regel ist es die Ehefrau. Ne? Aber es kommt immer wieder vor, dass ja entweder ein Hausaltar dann ausgetauscht wird, ne? Was passiert dann mit dem Alten? Oder es gibt ja auch Haushalte, die aussterben, weil es keinen Sohn gibt, der da geboren wird. Und dann ist es auch so, dass in der Regel diese Hausaltäre in den Tempel gebracht werden, der dieser Haushalt angehört hat. Und die dann einmal im Jahr oder so, da wird eine bestimmte Zeremonie dafür abgehalten und dann werden die verbrannt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es dieses Problem gibt, da sind Kessas von verstorbenen Mönchen, ne? Wir können die ja nicht einfach in Müll schmeißen oder Altkleiderspende, theoretisch schon. Bei eBay verkaufen. Ja. Das ginge auch, ne? Aber in Japan, ich glaube nicht, dass du einen guten Preis dafür bekommen würdest. Das ist eher etwas um Gottes Willen. Ne? Um Gottes Willen, da hängt schlechtes Karma dran. Ne? In Europa würde man da wahrscheinlich bessere Käufer finden. Besonders wenn man sagt, das stammt noch aus der Zeit vom Sawaki. Ich würde gern zum Ende noch mal so ein bisschen mehr auf die Gemeinsamkeiten. Wir haben jetzt viel über die Unterschiede gesprochen und ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten und dann vielleicht auch über in einem fließenden Übergang, wie kann sich die Tradition in Europa fortsetzen? Also wie viel Aspekt unserer europäischen Traditionen fließt mit ein, Beispiel Williges Jäger, der das Christentum dann mit dem Zen irgendwie und da was Neues entwickelt und letztendlich ist es aber doch wieder mit Gong und Klangschale Kyusaku, hat er doch die Elemente des Japanischen wieder mit reingenommen. Und ich würde da als Auftakt gerne die typisch Rinzai-Bezeichnung der Mensch ohne Rang. Diese Bezeichnung ist Rinzai. Was bedeutet diese Bezeichnung und haben wir im Soto-Zen dazu, gibt es dazu ein Pendant zu dieser Bezeichnung des Menschen ohne Rang? Und letztendlich das, was der Dirk auch schon jetzt in dem Talk heute schon oft angesprochen hat, letztendlich ist die Methodik vielleicht unterschiedlich, aber das eigentliche Ziel nähern sich dann beide Traditionen doch wieder an. Dieser Mensch ohne Rang, was ist das, Dirk?
Ja, man sagt immer Mensch ohne Rang und Namen. Ja. Mhm. So, Mensch ohne Rang und Namen. Und der wahre Mensch, so spricht der Rinzai das sozusagen aus. Rinzai Roku, in den gesammelten Aufzeichnungen von Rinzai, da liest man das immer wieder. Mhm. Und ja, es ist wie mit jeder Frage, ja, im Zen. Also um zu wissen, worum es geht, musst du erstmal sehen, worum es nicht geht. So. Also, Mensch ohne Rang und Namen, ja, was ist dein persönlicher Rang und dein Name, ja? Also, ja, wie die Frage da in deinem Interview, mal in dem Film, so, wer bist du, ja? Was hältst du von dir? Welchen Rang ordnest du dir selber zu? Bist du Zen-Mönch oder bist du auch ein Rangloser? Das kann ja auch ein Rang sein, ja? Also, ich sag mal so, wenn der ganze Scheiß abfällt und da einfach nur das wahre Leben stattfindet, wobei das auch schon wieder alles Worte sind, aber letztendlich, ja, wenn du auf dem Kissen wirklich stirbst und da keiner mehr ist, der irgendwie diese Frage stellen könnte, dann weißt du, was der wahre Mensch ohne Rang und Namen ist. So. Das ist ja genau dieses Koan da von vorhin, ja. Also, wo ist deine wahre Natur jetzt? Was machst du, wenn dein Augenlicht dich verlässt? Wohin wirst du gehen? Wie befreist du dich im Moment des Todes und so? Das hat ja nicht alles irgendwie was total Spirituelles auf sich, irgendwas Mystisches, sondern es geht um dein Leben hier und jetzt. So, also, was soll ich darüber sagen? Die Frage, wer Mensch ohne Rang und Namen, das ist die Frage nach Zen. Ja? Oder man sagt immer in den Koans, heißt es immer, warum kam Bodhidharma kam der Bodhidharma in den Osten oder aus dem Westen? So ist es immer. Das ist ja immer eine verschlüsselte Frage nach dem Sinn des Lebens. So. Ja. Was lehrte Gutei, wenn er einen Finger hebt? So. Es geht immer um ein und dasselbe. Ja. Warum wird sozusagen Augenmerk darauf gelegt, was für Klamotten man anhat oder warum man sich das auf den Kopf legt? Das ist eine Interpretation, die man künstlich dazu nimmt, aber die Frage ist ja, was verbindest du damit? Ja, so. Das ist auch noch ein Stück Stoff. So. Oder, also wichtig ist immer, dass ich den Leuten sage, ja, die jetzt herkommen und dann auch wissen wollen, die erste Frage ist ja, wie bist du zum Zen gekommen? Da habe ich gesagt, ja, ich versuche jetzt auch mal ein Buch zu schreiben. Der Mu hat es ja vorgemacht. Das kann man ja nicht in einem Satz erklären. So, das hat ja eine Vorgeschichte, wie jeder, der sich aufs Kissen setzt und dabei bleibt, irgendwie wirklich eine Vorgeschichte auch hat. Das sind ja viele Facetten, die zusammenlaufen. So. Gibt es, Muho, wo würdest du sagen, das Pendant oder das Wort, die Bezeichnung im Soto, dieser Mensch ohne Rang und Namen, den gibt es ja im Soto in dem Sinne nicht so sehr, diese Bezeichnung? Den Begriff selber findest du wahrscheinlich bei Dogen so nicht, aber in eigentlich jedem Kapitel im Shobogenzo stößt du darauf. In der Regel sind es schon die Titel der Shobogenzo-Kapitel, die darauf weisen. Ne? Also beim Genjo-Koan, ja, Genjo-Koan geht es letztlich auch darum, wie verwirklichst du diesen wahren Mensch? Oder bei dem Ochsen und dem Hirten wäre es halt der Ochse, um den es geht. Ne? Und im Genjo-Koan ist es der berühmte Satz, den Buddha-Weg lernen oder den Buddha-Weg zu ergründen, bedeutet dich selbst zu ergründen. Und das bedeutet natürlich nicht, Psychoanalyse mit dir selbst zu betreiben, warum bin ich zu dem geworden, der ich bin und was für ein Mensch wäre ich gerne, das ist nicht der wahre Mensch, sondern geht ja auch im nächsten Satz weiter, dich selbst ergründen bedeutet dich selbst vergessen und in dem Moment begegnest du dir selbst in den 10.000 Dingen, ne? Und es gibt Ikkanomyojo, ne, die eine strahlende Perle, ist auch ein Titel von einem Shobogenzo Kapitel, es gibt immer, dass man dies oder das übersetzen kann oder die Soheit philosophisch, ne? Aber es geht ja nicht um die philosophische Soheit, es geht um das hier, ne? Also das, zu dem dich Rinzai aufwecken will, wenn er dir einen Faustschlag gibt, ne? Und Dogen, also ich habe ja irgendwann mal im Video gesagt, das ist manchmal wie ein intellektueller Faustschlag. Dogen gibt einem nichts zu greifen, aber er stößt einen immer wieder auf dieses Selbst, das keinen Namen hat, ne? Dass man auch wieder
vergessen muss, dass man loslassen muss. Und ich meine, wenn es im Herz-Sutra heißt, Form ist Leere, Leere ist Form, diese Leere, zumindest wenn wir im Zen das Herz-Sutra lesen, ist keine abstrakte Leere, ne, dass die Leere irgendwo da draußen im Universum, sondern es ist auch der wahre Mensch ohne Name. Hier, es geht um den, der keinen Namen hat, kein Alter, keine Nationalität. Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Wort vom Rinzai, der wahre Mensch. Ne? Er sitzt hier an diesem Ort, beziehungsweise wenn er im Doksan-Raum dem Meister begegnet, er hat einen Mund und er hat Augen und Ohren. Ne? Komischerweise, weil man das gar nicht erwarten würde von einem, der keinen Namen hat. Aber da sitzt er. Ne? Also den Begriff wahrer Mensch ohne Rang und Namen gibt es zwar bei Dogen nicht, aber Dogen redet ständig davon. Ne? Er redet ständig davon. Jinji Pokai Shinjitsu Jintai to you. Das wäre jetzt ein Begriff, der vielleicht am nächsten daran ist. Ne? Wo ist das im Shobogenzo? Vielleicht Shinjin Gakudo in dem Kapitel, also dieser Studium des Weges mit Körper und Geist. Jinji Pokai bedeutet das Universum in allen 10 Richtungen. Und Shinjitsu Jintai bedeutet den wahren Menschenkörper. Also das ist sehr nah an dem Ausdruck vom Rinzai. Ne? Der wahre Menschenkörper, der sich ausdrückt in den 10 Richtungen des Universums. Ne? Aber Genjo Kuan, ne, du vergisst dich selbst und wirst von den 10.000 Dingen bestätigt. Im Grunde spricht er an der Stelle auch davon. Ne? Ja. Auf jeder Seite des Shobogenzo hörst du Dogen von dem wahren Mensch ohne Rang und Namen sprechen. Ne? Beziehungsweise, als er gedacht hatte. Das Interessante ist auch bei so. Entschuldigung. Gut, noch ein Satz. Also, Dogen Zenji wurde ja gefragt, als er aus China zurückkam, was hast du mitgebracht? Was hast du gelernt? Ne? Und er sagte, die Augen sind waagrecht, die Nase ist senkrecht und ansonsten meine Hände sind leer. Ich bin mit leeren Händen zurückgekommen. Im Grunde geht es ja auch schon an der Stelle darum, ne? Um den wahren Menschen, den er in China begegnet ist. Er hätte eigentlich theoretisch gar nicht nach China fahren brauchen, aber in Japan war es ihm leider nicht aufgefallen. Ne? Also musste er doch nach China fahren, um festzustellen, er muss nur die Hände öffnen und die Augen aufmachen. Und da ist es, ne? Aber jetzt. Also darauf wollte ich ja eben auch hinaus, ja. Also du fängst an mit Zen, egal aus welchen Gründen. Aber der Punkt ist, dass man zuerst denkt, und das ist bei allen Leuten, die jetzt auch so nach meiner 20-jährigen Zen-Praxis herkommen, ist immer die Motivation, sich verändern zu wollen. Egal was. Also du willst loslassen, du willst dies und willst das. Es geht aber nicht um Persönlichkeitsveränderung oder Persönlichkeitsoptimierung oder dass du jemand anders wirst, sondern dass du eben siehst, dass du dieser kleine Popel bleibst. Mit all seinen Schwächen und mit all seinen Stärken. Du kommst nicht raus aus dem Film. So. Und in dem Moment wird es ja langweilig und du fängst an, wie Dogen sagt, du fängst dich an zu vergessen. Du hörst auf, dich mit der Oberfläche zu vergleichen, mit diesem Rang und diesen Namen und diesen Eigenschaften und diesen Defiziten und so. Die bleiben mehr. Und trotzdem wird was freigelegt, was sozusagen dieser Ebene des wahren Menschen ohne Rang und Namen entspricht, dass er unendlich grenzenlos weit ist oder Leerheit oder Offenheit, wie immer das man nennt. Und darin findet ja sozusagen der Prozess der Offenbarung statt und nicht in der Form des Menschen an sich. Der bleibt bestehen und der bleibt auch mit seiner Kreativität und Inspiration bestehen. Und ich meine, Thorsten, du hast ja jetzt da den Bauernhof dazugelegt und so. Das ist ja nicht so, dass du da bar jeder Vorstellung und selbstlos irgendwo im Nichts existierst, sondern der Muho überlegt sich auch jeden Morgen, ob er sich die Haare wieder rasiert oder nicht. So. Ja. Vielleicht zum Abschluss dann noch, ihr hattet ja dieses Session auch geplant, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem ersten Zoom-Call, den ihr dazu gemacht habt, für dieses Jahr,
Wie kann sich die Tradition in Deutschland oder vielleicht in Europa, wie kann die sich weiterentwickeln? Muss die japanische Tradition sich in Europa überhaupt verändern und anpassen? Oder können wir dieses japanische 1:1 übernehmen? Das ist ein Punkt, mit dem ich auch immer mal wieder mich selber konfrontiere, weil die Chinesen haben von den Indern ja nicht die ganze Folklore übernommen oder haben angefangen, auf Sanskrit zu rezitieren. Die Japaner haben von den Chinesen auch nicht die komplette Folklore übernommen oder haben angefangen, auf Chinesisch zu rezitieren, sondern haben halt eben ihr Sino-Japanisch in Europa, vielleicht weil es noch nicht lang genug ist, vielleicht wird es die Zeit mit sich bringen, haben wir halt diese japanische Variante zum Großteil, das gilt für Rinzai als auch für Soto, im Grunde 1:1 übernommen, rezitieren Texte, die ein Anfänger überhaupt nicht versteht und weiß, worum es da geht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Luther-Geschichte im Christlichen, dass da alles auf Latein rezitiert wurde und das gemeine Volk hat halt eben nichts verstanden. Ich glaube, es war Luther, der dann gesagt hat, hier und jetzt muss das greifbarer werden oder die Leute sollen involviert werden in die Praxis. Was denkt ihr, wie wird sich das entwickeln oder was ist eure Meinung dazu? Also ich habe ja mal versucht, auf Deutsch zu rezitieren, weil ich auch Lust hatte, das sozusagen so ein bisschen entjapanitosieren. Ja. Und das hat sich so ein bisschen angehört wie Rammstein, ja? Der heilige Bodhisattva Avalokiteshvara in tiefster Weisheit versenkt. So, also es muss schon irgendwie auch eine Harmonie entstehen. Das war schon richtig Nazi-mäßig so. Ja. Aber ich finde, das große Glück oder so, das speziell ich hier persönlich habe, klar, wir haben jetzt keinen Anschluss mehr nach Japan. Also klar gibt es da den Roshi, gab es da, der hier so viel, sehr viel unternommen hat. Ich habe natürlich immer noch in Ehrerbietung an meinen Lehrern und Meistern, aber da gibt es jetzt nicht so wie in manchen anderen auch Zen-Traditionen, die auch in Deutschland oder Europa präsent sind, wo du dann einen Meister hast, der dann mehrmals im Jahr oder einmal im Jahr nach Deutschland kommt und das dann auch sehr japanisch prägnant in der Ausformung ist. Das ist bei uns hier nicht so und das hat auch eine Riesenmöglichkeit, ja, hat eine Riesenmöglichkeit. Und angesichts der Globalisierung, finde ich, ist es ja egal, ob du, also ist meine persönliche Meinung, ob du jetzt das so machst oder so. Also ich kann ja auch sitzen in Halle an der Saale und ja trotzdem irgendwie die Form des japanischen Zen machen in der Form, indem ich mich verbeuge und so und das wertschätze und weiß auch, was für Effekte das hat, ohne daran hängen zu müssen. Ich denke, wie es sich entwickelt, wird letztendlich sich darin begründen, was für Personen das auch machen. Also wer das macht, was er selber für ein Interesse hat. Also da ist man, glaube ich, hier in Deutschland oder in Europa sehr flexibel. Wichtig ist eben wirklich zu sehen, was ist der Kern der Sache, wohin laufen die Methoden, welche Methode dient denn eigentlich der Sache? Also oft denkt man ja, wenn man jetzt kommt zu so einer Zen-Gruppe, dass da sehr viele Rituale sind und dass man sehr viel diesen Ritualen dienen müsste, um irgendwie eine Entsprechung zu finden, auch vielleicht in der Gruppe oder so. Und später merkt man ja, dass die Rituale einem selber dienen, also der eigenen Entwicklung oder der eigenen Erkenntnis und so. Trotzdem versuche ich immer auch Entsprechungen zu finden. Also ich habe zum Beispiel hier auch einen Stein, da habe ich ein paar Runen eingraviert mit einem buddhistischen Inhalt oder ich verwende manchmal auch so Gleichnisse aus der nordischen Mythologie, so wie sich ja auch im Asien andere Mythologien im Buddhismus so verankert haben. Also, weiß nicht, wenn du in Doksan-Raum reingehst, dann vergleiche ich das auch immer mit Nidhögg, den dämonischen Drachen, der sich sozusagen, der erstmal deine Seele runterzieht in die Unterwelt und da unten wirst du dann vom Fegefeuer gereinigt, bis du wieder ins Licht gehst und so. Keine Ahnung, kannst du ja alles benutzen, aber einfach um das Gesicht des Buddhas sozusagen auch zu sehen, dass es da um dich geht. Die haben auch so eine Holzfigur, die haben ja ziemlich europäisch geschnitzt, die hat auch einen Racks rum, die steht vorne, aber die hat eben, also ich hänge mir jetzt mal auch, weil es schön aussieht, mal ein tibetisches Tanka hin, aber mit so einem Mongolen-Abbild mir gegenüber kann ich eben nichts anfangen, außer dass ich es vielleicht schön in der Färbung finde.
Naja, und auf darauf zurückzukommen, ich glaube, das wird sich auch zeigen, was einfach praktikabel ist und was auch gesamtgesellschaftlich angenommen wird. Ich meine, jetzt hier zu stehen und einen Bettelgang durch die Stadt zu machen und hier rumzulaufen zwischen den Plattenbauten und zu rufen, ho, ho, da wirst du nicht lange unterwegs sein, weil so die Polizei kommt. So. Aber wenn es möglich wäre, klar, würde ich das auch machen. Also irgendwer hat ja auch das Recht anzufangen, Buddhismus zu etablieren. Ja? Also hier kommen ja zum Beispiel auch Schulklassen her, die erkundigen sich schon darüber im Ethik- oder Religionsunterricht und wollen dann mal mit jemandem sprechen, der jetzt schon irgendwie 10, 20 Jahre praktiziert und wie das so ist als Buddhist in Europa und Deutschland. Und so, was für uns jetzt in unserem Alter ja völlig undenkbar war. Da gab es vielleicht so ein paar Hippies, die haben meditiert. Aber für die Generation, die jetzt heranwachsen, für die es ja schon alltäglich ist, zu wissen, dass es hier das Wolkentor gibt, dass es in Hannover das gibt, in Berlin, überall hast du ja kleine Gruppen. Das wird eher interessant, wie es sich daraus entwickelt. Mhm. Wie, weiß ich nicht, aber durch die Praxis an sich, würde ich sagen. Also indem das einfach weiter praktiziert wird und die Leute sich fragen, ja, warum macht das jemand? Warum setzt sich jemand da irgendwie 10 Jahre in so einen Tempel? Oder warum sitzt jemand 7 Tage? Fragt mich meine Tochter ja auch immer so mit ihren 14 Jahren. Also ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren. Was macht ihr da eigentlich? Jedem, dem ich das erzähle in meiner Klasse, das darf ich gar nicht erzählen. Ja, hält meinen Vater für verrückt. Und dann merkt ihr aber, dass trotzdem Leute auch herkommen, also unterschiedlichste Couleur, ein Uniprofessor oder auch andere Leute, die ja auch mit einem normalen Auto ankommen, das sieht schick aus und steht dann an der Straße. Und da fragen meine Kinder dann auch schon, ja, aber das sind ja auch ganz normale Leute, die sind alle nicht so verrückt wie der Papa. So. Warum setzt nicht der 7 Tage zum Beispiel hin oder warum bleibt der jetzt hier einen Monat oder so? Das ist ja schon solange man seine Praxis seinen eigenen Kindern nicht erklären kann, macht man irgendwas falsch, ja. Ja. Nee, ich erkläre dann auch irgendwas und die sagen dann, gut, reicht. Das ist eher der Part meiner Frau. Das ist eher der Part meiner Frau. Mu, was denkst du, wie wird sich Zen entwickeln? Oder was denkst du, ist wie viel Tradition ist notwendig und wie viel Tradition ist vielleicht einfach nur so ein Abklatsch des japanischen Ursprungs, wobei der Ursprung ja nicht in Japan liegt. Also ich will nicht behaupten, dass deine Problemstellung falsch wäre, ne, oder dass es nicht wichtig wäre, sich darüber auch Gedanken zu machen, aber es klingt jetzt für meine Ohren so ein bisschen wie diese Stelle im Genjo Koan, wo Dogen sagt, ein Vogel, der fliegt am Himmel und ein Fisch, der schwimmt im Meer. Ein großer Vogel, der fliegt bis weit hinter den Horizonten. Ein kleiner, der fliegt immer nur bis zum nächsten Ast. Aber wenn sich dieser Vogel dann, bevor er anfängt zu fliegen, erstmal Gedanken macht, ne, wohin will ich eigentlich, ne, und wie komme ich da auf die beste Weise hin? Und wenn sich der Fisch da erstmal überlegt, wie schwimmt man überhaupt, dann würden die nie von ihrem Ast runterkommen, ne? Für mich, klar, wir sind, oder ihr beide zumindest, ne, ihr seid nicht in Japan, ihr praktiziert in einer Tradition, die aus Japan kam, ne, aber ihr lebt im 21. Jahrhundert in Deutschland. Ne, wie praktiziert man auf eine Weise, die passt ins Deutschland des 21. Jahrhunderts, ne? Und ich glaube, ich meine, die Antwort gebt ihr auch schon. Also Thorsten, du auf deinem Bauernhof und Dirk im Wolkentor. Also ihr experimentiert, manche Dinge funktionieren weniger gut, andere Dinge funktionieren, ne? Aber jetzt sich zuerst mal dahinzusetzen an den Schreibtisch, ne, oder zu sagen, jetzt in der buddhistischen Union in Deutschland, wir setzen uns mal zur Sache, wir machen mal ein Symposium. Buddhismus in Deutschland fürs 22. Jahrhundert, ne? Und dann beschließen wir, wie wir das gemeinsam machen. Ne? Das wäre so, als würde sich ein Spatz und ein Adler und ein Goldfisch zusammensetzen und wir wollen jetzt mal beschließen, wie man in Zukunft in den Himmel befliegt. Ne? Ich glaube, dass, wie sagt man, also in der Praxis, aus der Praxis heraus, es geht nur gemeinsam mit der Praxis, ne? Und
Man wird immer wieder dabei auch auf die Nase fallen. Man wird komisch aussehen, wenn man da mit den Roben rumläuft. Ne? Und wenn man sich mit dem T-Shirt rumsetzt und den Brett Warner spielt, dann wird es irgendwann auch mal wieder langweilig. Ne? Okay, heute habe ich auch so ein bisschen Brett-mäßiges T-Shirt an. Ne? Aber dann plötzlich hängt man so daran, wie unkonventionell. Hier der unkonventionelle Buddhist. Ne? Irgendwann wird das auch langweilig und man beginnt auch wieder die Form wichtig zu nehmen, ne, ohne an der Form festzuhängen. Ne? Aber ja, welche Form passt jetzt fürs Deutschland des 21. Jahrhunderts? Wahrscheinlich gibt es keine fertige Antwort. Ne? Und so wie es ja auch bei den protestantischen christlichen Formen der Fall war, es wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen auseinanderentwickeln, so wie die Buddhisten und die Methodisten und was weiß ich, ne? Und man wird sich dann auch immer wieder auch zusammensetzen, versuchen wieder zusammenzukommen. Ne? Aber letztlich, wir sind schon dabei, die Antwort zu geben, jeder von uns. Ich hier in Osaka, ihr beiden in Deutschland und fast so wie beim Koan, die letzte Antwort natürlich wirst du nie haben. Du glaubst vielleicht, eine Antwort zu haben, aber dann stellst du auch wieder fest, ja, aber daran könnte ich auch noch mal anarbeiten. Ne? Da muss man auch wieder dran loslassen. Ne? Aber manchmal finde ich, es wird so ein bisschen übertrieben, dieses wir müssen jetzt erstmal Buddhismus für den Westen entwickeln oder so. Ne? Dieses, ja nee, es entwickelt sich schon. Ne? Es entwickelt sich schon von alleine. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da nicht mit seinem Ego so reinstellt. Ja, ich mache jetzt deutschen Buddhismus. Ne? Und ich mache jetzt den T-Shirt-Buddhismus. Ja, okay. Ist ja okay, du musst ja nicht die Robe anziehen, ne? Aber dieses Branding, ne? Oder dieses immer sich positionieren wollen müssen, ja, auch der Zwang im Westen natürlich, sich irgendwie positionieren zu müssen, wenn man überhaupt ankommen will. Ne? Aber ich fürchte, das ist kontraproduktiv, ne? So wie sich ein Spatz auf dem Baum nicht positioniert, bevor er losfliegt. Ne? Du fliegst und du fliegst anders als ein Adler, aber das ist ja auch ganz okay. Ne? Also es geschehen lassen und schauen, was sich daraus entwickelt. Es wird sich was entwickeln und ich glaube, wir müssen das nicht innerhalb von einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten da schon eine Antwort gefunden haben. Ich meine, in China, das hat Jahrhunderte gedauert, glaube ich. Ne? In Japan hat es eine lange Entwicklung gegeben. Und die Entwicklung geht ja auch immer noch weiter, ne? Also der japanische Buddhismus heute entwickelt sich auch noch weiter, ne? Und was vor schon 50 Jahren gesagt wurde, ne, dass die Japaner auch jetzt vom Westen lernen, ist auch etwas, was eintritt, ne, zu einem gewissen Grade, ne? Also eine Wechselwirkung, die auch da genau spürbar ist. Genau, ne? Dass die Japaner auch mit großem Interesse auf Europa, Amerika gucken und dann auch Theravada-Buddhismus, der jetzt in den letzten 20, 30 Jahren in Japan zumindest auf Interesse stößt, ne? Da wird so eine chemische Wechselwirkung entstehen, da wird sich was entwickeln, ne? Und wir sind bereits Teil davon. Ne? Wir sind schon Teil davon. Ne? Also wir sind nicht so die Laborwissenschaftler, die sich da überlegen, sondern wir sind schon Teil der Sache. Ne? Wir sind Teil, ja, wir sind schon in dem Reagenzglas. Ne? Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wer denn ja letztendlich da die Gruppe bildet, jetzt von der Praxis ja mal abgesehen von diesem Wort Buddhismus oder so. Also ich fand das Beispiel von dem Sokai an, glaube ich, Ende der 30er Jahre, so ein total Drama, Rinzai-Mönch, der auch mehrere Jahre im Rinzai-Kloster war und dann nach New York kam. Der hat unter anderem ein gutes Buch, Ein Patriarch kommt nach Manhattan oder so heißt das. Und der hat dann mit den Leuten auf Stühlen praktiziert. Also ich meine, klar, Ende der 30er Jahre. Und die haben dann da zusammengesessen und der hat dann da einfach sein Ding gemacht, ja, weil er es für angemessen gehalten hat. Ich meine, klar, bei uns kommen schon so querbeet, aber es sind auch Leute, die wirklich sitzen können. Wir haben ja auch so Bänkchen oder so. Ich sage den Leuten ja auf den Stuhl. Weiß nicht, in manchen Klöstern denke ich mal, dass es undenkbar ist, weil da nur die elitäre Mönche sitzen, die da irgendwie so eine klassische Ausbildung machen. Aber wenn jetzt hier nur 60-jährige Damen kommen würden, dann würde ich halt sagen, okay, dann bitte, ich habe ein paar Stühle besorgt. So, wir sitzen jetzt hier auf Stühlen, ja, so.
ich glaube, das macht es dann auch aus, wo die Bedürfnisse sind. Oder vorhin mit den Rezitationen. Wenn du der Einzige bist, der da rezitiert, und die anderen haben gar keine Zeit, weil die zu Hause drei Kinder haben, dann nimmt man sich nur eine kurze Rezitation raus und dann ist das dann die Zen-Prägung für den Ort und für die Leute. Ja. So, und ja, und ich glaube, da muss man eben wachsam sein, dass man nicht so dusselig wird und da versucht, irgendwie sowas Perfektes zu machen. Mhm. Und ich glaube, die Freiheit, die haben wir auch in Europa, auch speziell in Deutschland, dass wir darüber reflektieren können. Ich glaube, das hast du irgendwo in Thailand oder auch in Indien oder in Japan, wenn du sehr eingebunden bist und sagst, du machst jetzt Soto oder Rinzai-Zen, dann hast du diesen Kontext, es sei denn, du machst vielleicht eine Laiengruppe oder so auf, ja, aber da kannst du nicht viel rumeiern, da bist du dann da so eingebunden. Oder tibetischer Buddhismus, da bist du halt in der Hierarchie drin und so. Ich glaube schon, dass so eine Meister-Schüler- Ebene sehr wichtig ist, das glaube ich nach wie vor, als wenn, obwohl das ja mal kontrovers diskutiert wird, aber das bestimmt ja letztendlich auch der Schüler, nicht der Meister. Der Meister bestimmt gar nicht, den gibt es gar nicht, bevor der Schüler nicht erscheint und mit dir arbeiten will. So. Und das hat, glaube ich, schon einen Garant. Wenn das irgendwann, wenn das kein Bedürfnis mehr ist und alle Leute wollen dann nur was irgendwie selber kreieren, dann ist es auch kein Zen mehr, finde ich. Mhm. Also dann kann man es ja auch gleich lassen. Also, ja. Ich glaube, wichtig, ob man selber weiter praktizieren will. Also ich habe auch viele Jahre hier gesessen, da kam keiner und das war auch wichtig und dann lebt die Praxis ja auch. Die Praxis existiert nicht im Außen. Also das wollte ich nochmal sagen, vielleicht zum Schluss. Viele Leute sagen ja, ich mache jetzt Zen oder ich mache keinen Zen. Nee, es gibt überhaupt keinen Zen. Wenn du dich nicht auf den Arsch setzt und da dich hinsetzt, gibt es keine Zen-Praxis. So. Aber apropos Zen-Praxis, Muo, die Termine, die stehen jetzt drin. Nochmal so vielleicht zum Abschluss. Willst du die mal hier jetzt sagen? Ich meine, wir können die natürlich auch in die Videobeschreibung setzen, aber willst du jetzt die mal öffentlich machen? Ich habe die jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich habe die gestern tatsächlich auf der Internetseite vom Wolkentor, wolkentor-zen.de veröffentlicht. Da steht nochmal alles so die Eckdaten drauf. Das ist jetzt erst im September nächstes Jahr. Haben wir uns jetzt ja geeinigt, Ende September. Das wird dann so sein, dass es, ich habe das Talks-Session genannt, weil das Bedürfnis doch vieler Leute, die erstmal kommen wollten, war mehr auch einen Dialog zu führen. Das wird dann Freitag bis Sonntag sein. Maximal 30 Leute, da wird auch gesessen, da wird aber auch viel geredet, Vorträge von dir, vielleicht ein bisschen Podiumsgespräche. Es wird dann an dem Samstagabend auch ein bisschen Geselligkeit geben. Das bedeutet, da werden wir auch einfach ein kleines Buffet machen. Also es ist eher so zum Kennenlernen, ein bisschen zum Reinschnuppern und so und nicht ein strenges Session. Aber danach dann mit weniger Leuten, mit Session-Erfahrenen dann einen Tag später ein 7-Tages-Session mit dem Muho. Und das wird dann natürlich sehr knackig und auch sehr diszipliniert. Also erst die Party und dann haben sich schon ein paar Leute angemeldet, die beide Veranstaltungen besuchen wollen. Also die kommen dann Samstag und die Woche da drauf. Also genau. Mhm. Das ist jetzt geplant und da sind jetzt auch noch genügend Plätze frei. Also wer Interesse hat, der kann sich dafür anmelden. Und in eigener Sache, jetzt ist ja Corona langsam vorbei. Also bei uns darf man jetzt auch wieder, also nicht vorbei, aber die alles öffnet wieder. Also hier dürfen auch wieder Leute übernachten. Yoga-Kurse finden wieder statt, mit bestimmten Regularien natürlich noch. Aber bei uns ist jetzt in 2 Wochen diese Übungsperiode vorbei, dieses Ango, so wie ich es dann auch eingeordnet habe, wo wir dann die Sessions gemacht haben und so weiter. Und man kann dann im Sommer über auch kommen und hier einfach mitwohnen und eine Auszeit nehmen, bevor es dann im Herbst wieder anfängt. Und eben unser Session Mu ist der Auftakt für das Herbst-Ango dann. Mhm. Das vielleicht nochmal so weit. Wer Interesse hat, mal herzukommen und hier einfach mal zu sitzen, der kann das machen. Super. Jetzt auch schon dieses Jahr 2021, genau. Jetzt ab dem Sommer dann. Mhm. Ja, wir hoffen, dass im Herbst dann wieder mit den Sessions losgeht, mit den großen, abschließend mit dem Rohatsu.
Und dann fängt es früher wieder mit den Sessions an, aber herkommen und hier mitmachen kann man ja immer. Also und über den Sommer-Deal gibt es keine Session? Genau. Also okay. Ich mache dann immer wirklich Sommerpause, in Anführungsstrichen. Also wie gesagt, sind ja 1 bis 2 feste Mitbewohner hier. Und da gibt es zwar morgens und abends noch jeweils Sitzen, also da wird 4 Stunden am Tag gesessen. Und die Leute, die hier fest eingebunden sind, die haben natürlich ihre Aufgaben hier, das ganze Gelände zu betreuen und die Gäste auch zu betreuen, ist aber mehr Dienstleistungscharakter. Jeder, der zur Zen-Praxis herkommen will, der kann im Sommer sein eigenes Programm machen, bis auf morgens, abends sitzen, das ist dann gemeinsam. Während im Frühjahr und im Herbst wirklich richtig regulärer Klosteralltag stattfindet, wo man den ganzen Tag im Prinzip Programm hat, von morgens bis abends. So. Das steht alles im Internet drin. Ja. Aber man kann auch für ein Wochenende kommen und einfach hier dann sitzen. So, das geht natürlich auch. Sessions dann wieder im Herbst. Und hätte dann auch, wenn man jetzt so übers Wochenende kommt, das hört sich so unverbindlich an, man hätte aber auch Kontakt mit dir oder ein Gespräch oder sowas in die Richtung? Genau, das nach Absprache. Also während des Sommers halte ich mich zur Verfügung, mache aber direkt nicht so stark mit wie die restlichen 6 Monate im Herbst und im Frühjahr. Ja. Das kann man dann entweder, ich nenne es mal, buchen. Also man kann dann einfach sagen, ich möchte jetzt Doxan haben, die und die Zeit, und dann gucke ich, ob ich überhaupt da bin oder nicht oder so. Ja. Genau. Gibt es von dir noch ein abschließendes Wort, Muho, zum heutigen Talk? Ja, also freut mich, mit beiden von euch sprechen gekonnt zu haben, ne? Dass es dieses Jahr nicht klappt, ne? Tut mir natürlich furchtbar leid, aber wie ich ja auch schon erklärt habe, ich werde nicht an eine Impfung kommen. Die sind noch sehr, sehr langsam mit den Impfungen hier, ne? Und ich befürchte, dass man ohne Impfung dann im Sommer nicht in die EU reingelassen wird, ne? Aber nächstes Jahr hoffe ich dann schon, ne? Dass das schon geht, ne? Auch interkontinental zu reisen, ne? Und naja, also wir können ja dann auch in dem ja, das jetzt noch vor uns ist, nochmal so auf diese Weise zusammenkommen, ne? Besprechen, beziehungsweise mit den Teilnehmern des Wolkentor-Sessions hatte ich ja vor 2 Monaten oder so mal eine Vorbesprechung gemacht, ne? Das können wir ja dann auch nochmal machen, also nicht nur die Meister, die 3 Meister, die dann miteinander sprechen, sondern dass auch dann die Teilnehmer, falls sie im Vorfeld Fragen haben, die dann auch online schon mal klären könnten. Ne? Ja, ansonsten von meiner Seite nur danke, ne? Und ich freue mich schon auf das hoffentlich dann auch im realen Leben Treffen im nächsten Jahr, nächsten September. Ne? Also es ist dann die 2. Septemberhälfte nach der Tag- und Nachtgleiche war es, glaube ich, Anfang Oktober dann. Ne? Ende September, Anfang Oktober. Thorsten, sagst du doch mal eben noch was bei dir da geht auf dem Hof, wie weit du bist. Ja, geplant ist ein erstes 9-Tage-Lager, das Sommerlager im Juli. Wer da Interesse hat, auf der Seite www.heisan, also Heisan wie Heizung Sanitär-Zen.de. Dort findet man weitere Infos. Es ist jeden Monat ein Einführungswochenende geplant, also ein bisschen abgespecktes Session, was das Sitzen angeht. Es wird vormittags einen kurzen Workshop geben zu den 4 edlen Wahrheiten, Bodhisattva-Gelübde und Ähnlichem. Im Sommer, wie gesagt, das 9-Tage-Lager, maximal 20 Personen. Aber weil wir hier den Platz nicht haben, was die Unterbringung angeht und aufgrund der aktuellen Situation. Ich hoffe, dass wir es durchführen können im Juli. Und dann ist für den Herbst, im Oktober, ist nochmal ein 9-Tage-Lager geplant, wobei die ersten 5 Tage jeweils Vorbereitungszeit ist, also ein bisschen abgespecktes Programm mit Vortrag, Workshop am Vormittag. Und am letzten Tag dieser Vorbereitungszeit ist abends dann auch ein bisschen Geselligkeit, ein bisschen Party, ein bisschen Tanzen zusammen, was trinken und so weiter, sich kennenlernen. Und dann sind 2,5 Tage oder 3 Tage Session ein bisschen strenger, auch mehr in Stille. Genau, das ist für den Sommer geplant, hier schon am Hof. Und ich hoffe, dass ich das große Sendo, den Seminarraum, bis Juli dann fertig habe,
setze mich da ein bisschen selber unter Druck und sonst müssen wir hier im Kneipendojo dann sitzen. In dem bin ich ja aktuell hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, genau, das ist die ehemalige Kneipe, die es hier am Hof gab. Und die habe ich halt eben aktuell zum Dojo umfunktioniert und mag das einfach. Da bekommt der Begriff Aussitzen eine völlig andere Bedeutung. Total. Ja, ich hab, wenn jemand gefragt hat, ja, aber in der Kneipe kannst du auch kein Dojo machen, sage ich, warum? Die Leute sind hier auch vorher schon hingekommen, haben zweimal 40 Minuten an der Theke gesessen und dazwischen haben sie Kinn hin auf die Toilette gemacht. Also von daher, ich habe nur die Tradition fortgeführt, die hier in den Räumlichkeiten davor auch schon stattgefunden hat. Und tiefgehende Samadhi-Stufen. Bitte? Tiefgehende Samadhi-Stufen. Die immer tiefer gehen, mit jedem Augenblick, der vergeht. Genau. Genau, das ist hier geplant am Sonnenhof. Wer hier nur hinkommen möchte, wo der Dirk mir hier die Plattform bietet, um ein bisschen Werbung zu machen, wer hier nur hinkommen möchte zum Urlaub machen, findet auf der Seite sonnenhof-ottrau.de die Möglichkeit, hier am Hof halt eben auch Familienurlaub zu planen. Inklusive Hühnern, Ziegen, Pferden, Meerschweinchen, Hasen, Schildkröten, zwei Hunden und mir und meiner Frau und den zwei Kindern. Und ja, da findet man da die Infos zum Urlaub machen hier am Hof. Danke, Dirk. Ja, prima. Dann sind wir soweit am Ende für heute. Vielen Dank auch an Dirk nochmal, dass du mich gefragt hast, ob ich da Moderator machen möchte und so ein bisschen mich einbringen möchte. Und für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, insbesondere seit dem Blueprints-Film, seit ich beim Harry war und auch bei dir, Dirk. Das war ja für mich der erste Rinzai-Kontakt. Und den Hakuin-Text als Beispiel habe ich hier ins Rezitieren, wenn wir hier rezitieren, mit aufgenommen. Und wir rezitieren auch noch einen Text aus dem tibetischen Buddhismus, Mahamudra von dem Tilopa. Kennt ihr den Text, Tilopas Mahamudra, Gesang auf Mahamudra? Nee, schicke ich mal zu. Ist, finde ich sehr inspirierend und sehr klar und sehr deutlich. Aber ja, gut, dann. Okay, wir machen jetzt jeder für sich mit diesem Aufzeichnung, was wir wollen, ne? Oder? Genau. Okay. Ja. Ich schicke es euch gerne. Also du hast es ja eh aufgezeichnet. Ich sollte es bei mir im Computer haben. Ne? Also falls es genau. Da irgendwie nicht sein sollte, dann melde ich mich wieder bei dir. Ich schicke es dir einfach nochmal zu, Dirk. Und ja. Per WE-Transfer. Und dann kannst du mir das so zurechtschneiden, den Anfang und das Ende, dass das passt? Weil ich bin da das mache ich soweit fertig und schneide dann den Muo raus. Und vor allen Dingen hängt jetzt das Rollbild endlich mal hinten richtig rum auf. Ja, ich glaube, ich werde irgendwie drüber tapezieren oder so. Ja. Habe ich ja am Anfang gesagt, diese eBay-Leihgabe. Und Photoshop. Photoshop. Schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag für euch. Schönes Wochenende schon mal. Ja, außer. Awesome. Ja. Ciao. Tschüss.